und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Glatt rasiert, nämlich den Aftershave Talk zum Feierabend Folge 10. Ja, hallo, schön, dass ihr alle da seid und mit mir hier zusammen einen kleinen Teil eurer Feierabendzeit opfern wollt hier für dieses Video. Finde ich toll, dass wieder so viele von euch reingeklickt haben. Ja, zunächst, bevor ich hier starten möchte, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Welle der Sympathie, die mir hier entgegengeschlagen ist, mir und meiner Frau, muss man ja sagen. Ich hatte ja das Video geplant eigentlich für vergangene Woche und ja, da hat uns leider Corona mal wieder fest im Griff gehabt. Wir waren die Tage unterwegs zu einer großen Veranstaltung hier bei uns in der Barclaycard Arena in Hamburg, Night of the Proms, 15.000 Leute da in der Halle. Und ja, da müssen wir irgendwie wieder mit dem Virus da in Kontakt getreten sein, offensichtlich. Wir sind beide 4- und 5-mal geimpft, sogar, glaube ich, meine Frau, glaube ich, sogar 5-mal und hatten Corona auch schon. Also hatten eigentlich gedacht, wir wären da relativ immun gegen und wenn es uns denn erwischen würde, dann wird es so sein wie bei vielen, die da quasi völlig ohne Symptome da irgendwie durchgehen durch solche Infektionen. Das war dann bei uns nicht so. Das hat uns ganz schön hier auf die Bretter geschmissen, muss man sagen. Also meine Frau hat einen Tag von denen, wo es denn wirklich nicht ganz so schön war, hier 24 Stunden quasi durchgepennt. Also 24 Stunden wirklich fast durchgehend geschlafen, den Tag über auf dem Sofa gelegen und da geschlafen und dann nachts im Bett da auch noch durchgezogen die Nacht. Also das hat uns hier schon ganz schön zurückgeworfen. Ich hatte so zwischendrin zumindest immer so ein paar lichte Momente, sage ich mal, war nicht ganz so ausgenockt. Es ging uns schon relativ schlecht, insofern war da jetzt nicht dran zu denken, in der letzten Woche mit dem Video an den Start zu gehen. Ja, wie gesagt, für diese vielen, vielen Genesungswünsche muss ich sagen, also das war wirklich eine Welle der Sympathie, die einen hier entgegengeschlagen ist, hätte ich nie mitgerechnet. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es uns so schnell dann wieder besser geht. Ja, viel länger wollte ich jetzt das Video auch nicht verschieben. Es sind schon wieder 6 Wochen vergangen seit dem letzten Aftershave-Talk zum Feierabend. Es kann sein, dass ich hier nochmal ein bisschen rumhüstele, die Nase läuft noch so ein bisschen, das bitte ich denn zu entschuldigen. Geht schon los, kaum spricht man davon. Aber ich wollte das Video jetzt hier unbedingt noch vor ja, Weihnachten an den Start bekommen. Ja, sind 11 Videos jetzt vergangen in der letzten Zeit, seit dem letzten Aftershave Talk zum Feierabend. Wollen wir so ein klein wenig Rückschau auf die Videos und auch auf die Kommentare und Reaktionen dazu. Dann natürlich sollen wieder eure E-Mails und hier auch eure Kommentare da nochmal einige rausgepickt werden, auf die ich dann besonders eingehen möchte. Da wollen wir einmal noch einen kleinen Ausblick halten auf kommende Videos, die kommen werden in der nächsten Zeit. Dann natürlich wieder Neuzugänge hier im Shave Den und euer Channel Support, der hier so eingetroffen ist. Und dann haben wir noch dies und das, so kleine Sachen vielleicht zu besprechen. Also wieder eine ganze Menge Zettel, mal sehen, wie lange das hier dauert. Ich will es heute nicht ganz so lang machen, dass ich das wieder teilen muss, das Video. Der letzte Aftershave Talk war ja relativ ja, ausführlich, dann in 2 Teilen. Mal sehen, ob wir das heute alles so ein bisschen in einen Teil zusammengefasst bekommen. Ich habe mir so ein bisschen hier Wärme angezogen. Mir ist noch so ein bisschen fröstelig. Also hier mit dem dicken Pullover sitze ich hier im Keller und ein angerautes, trage ich ja ganz gerne hier, diese angerauten Hemden, Flanellhemden. Finde ich ganz schick. Ich fühle mich jetzt hier jedenfalls ganz wohl und versuche das mal ohne viel Gehuste hier irgendwie durchzukommen. Eigentlich wollte ich hier anstoßen mit Bier. Na, Bier ist mir noch nicht so richtig. Deswegen habe ich hier wieder meinen Kaffeepott und sage auf diese Weise hier Prost mit einem Schluck Kaffee. Also auf einen schönen Abend. Ja, dann denke ich, steigen wir auch gleich ein. Und zwar wollen wir anfangen mit den Videos, die vergangen waren. Ja, die Videos, die ältesten Videos waren, war die kleine Videoreihe, muss man ja sagen.
indem ich euch die 5 Setups für jeden Geldbeutel vorgestellt hatte, die kleine Videoreihe für Einsteiger in die Nassrasur. 5 Setups für jeden Geldbeutel, einmal ein Setup mit dem King C Gillette bis 25 Euro, dann ein Setup bis 50 Euro mit dem Mercur 23C, einmal ein Setup bis 75 Euro mit dem Timor Close Comb, Wiesen und Forsthof Timor Close Comb. Dann einmal ein Setup bis 100 Euro mit den Rockwell 6C und einmal ein Video für die Open-End-Grenze, sage ich mal, über 100 Euro, dann ein Setup mit dem Rockwell 6S. Ja, das waren so Videos, die relativ auf viel Interesse gestoßen sind. Viele von euch haben sich da auch beteiligt an den Videos mit Kommentaren, haben die ergänzt nochmal, welchen Hobel sie genommen hätten in die verschiedenen Pakete oder auch welche Software sie da eventuell dann doch eher genommen haben. Also das sind natürlich diese 5 Einsteiger-Packs, ich habe mir da schon Gedanken gemacht, was ich da rein tue, die Setups rein tue. Nichtsdestotrotz sind das natürlich nur Vorschläge. Also da muss sich keiner jetzt zwangsläufig dran halten. Das waren so Vorschläge, so nach meinem Gutdünken, so wie ich das sehen würde. Da haben viele dann vielleicht bezüglich der Seife oder auch des Pinsels andere Vorlieben. Das kann man natürlich auch alles gegen einander austauschen oder so. Also keine starren Packs, die man da abarbeiten muss, sondern locker vorgeschlagen, so aus der Hüfte raus. Wie gesagt, Gedanken habe ich mir schon darüber gemacht. Anstatt des 23Cs von Mercur in das Setup könnte zum Beispiel auch der 34C reinpassen, sind ja fast identische Köpfe. Nun habe ich mich für den 23C da entschlossen, weil der Griff ein bisschen länger ist als beim 34C und viele, die jetzt gerade einsteigen oder auch umsteigen aus der Systemrasiererei, kommen da eher mit längeren Griffen zurecht. Also ich hatte da schon meine Überlegung drauf abgestellt, auf die einzelnen Sachen auch. Wie gesagt, aber das natürlich alles nur ja eine lockere Empfehlung und fand ich toll, wie viele von euch sich da beteiligt haben und da durchaus auch noch tolle Änderungsvorschläge damit reingebracht haben. Ja, dann war das nächste Video über den Yaki Night Helmet, der relativ aggressive oder direkte Rasierer von Yaki, besonderes Design muss man sagen und war auch relativ bissig in dem Video. Jetzt hat mir Bernd geschrieben von Teneriffa, den kennt ihr vielleicht auch aus den Kommentarbereichen, dass er sich so ein Yaki Night Helmet zugelegt hat, denn Bernd rasiert sich eigentlich so standardmäßig mit dem Mühle R41 und so hatte ich ihn auch verglichen im Video, den Yaki Night Helmet, so ein bisschen mit den R41, also von der Aggressivität zumindest her. Und das konnte Bernd durchaus wohl bestätigen. Er hat ihn gefüttert mit einer Feather, und weil er sich dann mit Feather in der Regel rasiert, und der soll wohl relativ bissig gewesen sein, auch mit der Feather, noch aggressiver als der R41. Und so würde ich ihn eigentlich auch einschätzen, den Yaki Night Helmet. Ich habe ihn auch mittlerweile nicht mehr im Bestand, weil er mir eigentlich für so eine, für eine tägliche Rasur deutlich zu aggressiv war. Und er hat zwar sehr gründlich rasiert, aber dann die Haut doch auch ganz schön gereizt, muss ich sagen. Ich habe ihn wieder verkauft oder habe ihn verkauft, denn wenn ich, wenn mir wirklich nach einer etwas direkteren Rasur ist oder ich vielleicht hier auch Stoppeln habe von mehreren Tagen, dann greife ich entweder zum Open Comb Rasierer oder nehme mir dann auch den Mühle R41. Also der Mühle R41 ist so, der ist mir gründlich genug. Also darüber hinausgehend brauche ich hier nichts Aggressiveres. Also mit dem komme ich klar. Das ist für mich so das Maß der Dinge. Und alle Hobel, die jenseits dann der Aggressivitätsgrenze vom R41 sind, also das ist eigentlich nichts für mich. Denn da kann man mal mit rum experimentieren, aber so für den täglichen Gebrauch ist das einfach nichts. Also da bin ich hauttechnisch sowieso eher der Softie, wisst ihr ja.
mittlerweile. Ja, dann kam das Video mit dem Pearl Flexi am Start, wo ich die beiden Versionen oder die beiden Ausführungen verglichen hatte. Einmal meine, die ich hier im Bestand habe, diese hier, den Flexi, und einmal eine Version mit, die jetzt von der Qualitätskontrolle nicht ganz so eindeutig gut war, weil der Klingensitz da so ein bisschen schräg war. Hatte die beiden miteinander verglichen, um jetzt der Sache auch nochmal auf den Grund zu gehen, was für eine Auswirkung so ein schräger Klingenspalt hat, wenn der hier so ein klein wenig Versatz drin hat. Der ist hier relativ gerade, kann man sehen. Festgestellt habe ich da eigentlich keinen großen Unterschied. Beide haben mich gut rasiert. Es ist immer so, dass man das immer so ein bisschen in Relation setzen muss. Nicht jeder Mangel, den man mit dem Auge da wahrnehmen kann, muss sich dann auch zwangsläufig auf das Rasurergebnis niederschlagen. Also das war in diesem Falle zumindest war es nicht so. Die Frage war ja, ist der Pearl Flexi immer noch empfehlenswert? Ist er immer noch gut? Und in meinen Augen muss ich sagen, er ist immer noch gut. Er ist ein toller Rasierer. Ich rasiere mich mit ihm gerne. Er wird hier absolut im Bestand bleiben und ist auch im Vergleich zu anderen Hobel aus dieser Familie, sage ich jetzt mal, wie der Rex Ambassador oder meinetwegen auch wie Yaki Final Cut, genau, kam ich nicht drauf, einfach zu viel hier. Der Yaki Final Cut sind ja Hobel aus der gleichen Familie oder von der gleichen Bauart her, da braucht er sich nicht verstecken und kann da wirklich gut mithalten mit den Hobeln. Für mich ist der Pearl Flexi, wenn er denn schadfrei und im Zustand ankommt, wo ihr ihn gebrauchen könnt, dann immer noch eine gute Wahl, also insbesondere für den Preis. Tolle Qualität und eine relativ gute Wahl. Ich habe mir nochmal die Mühe gemacht, ich bin nochmal in ein Video gegangen, wo so ein bisschen was über die Firma Pearl da berichtet wird. Ich will euch einmal nochmal ein Foto einblenden, und zwar wie dort bei Pearl in Indien die Qualitätskontrolle und die Verpackung da stattfindet. Da sitzen hier also zwei Damen auf einem Stück Pappe, barfuß oder in Flipflops hier auf dem nackten Hallenboden und verpacken da die Rasierhobel und kontrollieren die da wahrscheinlich immer eine Endkontrolle da noch. Also so sieht das da aus in Indien. Das sind natürlich so Standards, die können wir uns hier in Europa nicht so vorstellen. Insofern ist da, kann das durchaus mal sein, dass man dann ein Rasierhobel da in Händen hält, der vielleicht nicht ganz so in Ordnung ist. Und dann muss man die zurückschicken. Und in der Regel ist der Service da von Pearl ganz in Ordnung. Und die reagieren eigentlich auch auf eure Reklamation, wenn ihr denn da welche habt. Das zu diesem Video. Dann Video Tatara Masa Mune. Toller Rasierhobel aus Edelstahl, aus Portugal oder in Portugal gefertigt. Ja, fand ich unheimlich gut vom Rasurergebnis her. Hat sehr mild rasiert, hat sehr, sehr gründlich rasiert. Vom Preis her für einen Dreiteiler ja auch so ein bisschen im oberen Bereich. Also bin ich auch nicht immer gerne bereit, so viel Geld für einen Dreiteiler auszugeben. Verglichen habe ich ihn so klein wenig mit dem Feather, mit dem ASD2. Auch ein toller Edelstahlhobel, auch ein Dreiteiler, vom Preis her ähnlich, im ähnlichen hohen Preisbereich. Im Vergleich würde ich ihn den Tatara Masa Mune als besser einstufen. Er rasiert effektiver, er rasiert milder, er ist vom Finishing, vom Design mag ich ihn lieber als den Feather. Also der Feather ist ein toller Handschmeichler auch gewesen, auch eine ganz hervorragende Verarbeitung, da gibt es gar nichts auszusetzen.
Allerdings war ich von den Rasurergebnissen dann nicht so richtig begeistert, muss ich sagen. Also er hat vernünftig sanft rasiert, aber man musste ihn eben dann auch wieder relativ häufig über die Haut ziehen, damit man dann auch ein gründliches Ergebnis hatte. Und durch dieses häufige Ziehen war dann die Haut dann auch gleich wieder gereizt. Also so richtig zufrieden war ich mit ihm nicht. Und dann zu einem doch fast noch höheren Preis als der Mausamune. Ja, da haben mich andere Hobel, die deutlich günstiger sind, also wesentlich freundlicher und besser auch bedient. Deswegen hatte ich ihn da wieder ziehen lassen und habe ihn weiterverkauft, den Färber. Der Mausamune macht das ein Stück weit besser, finde ich. Er rasiert deutlich gründlicher. Man braucht also nicht allzu viele Folgezüge über die Haut zu haben, um dann auch glatt zu sein. Und ich mag ihn einfach vom Design her auch ein bisschen mehr mit dem coolen Lochmuster. Also finde ich schon gegenüber den Feather da ein Stück weit besser. Ich weiß, dass der Feather viele Fans hat. Das ist auch völlig in Ordnung so. Wie gesagt, bei mir konnte er sich nicht so richtig durchsetzen. Also ich war da jetzt nicht so 100% natürlich von überzeugt. Ja, dann oder das nächste Video, The Goodfella Smile Bali Noah. Ja, war auch ein tolles Video. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Frank Scheibler, der ja das Ganze durch seinen Channel Support, oh, jetzt bin ich hier in die Kamera gekommen, überhaupt möglich gemacht hat, durch diesen tollen Channel Support, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. So geht es wohl wieder. Bin hier mit dem Fuß gegen Stativ hier gekommen. Der das überhaupt möglich gemacht hat mit seinem coolen Channel Support. Ja, ein toller Rasierhobel. Kann ich nur sagen, ich war absolut begeistert, wie prima er rasiert hat. Also da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also das hat natürlich ein tolles Äußeres gehabt und ja. Ich dachte, da, ne, liegt so der Fokus drauf, das Äußere. Aber nein, kann man gar nicht sagen. Er hat also zu allem Überfluss auch noch ganz, ganz hervorragend rasiert, muss ich sagen. Ja. Also für mich wäre das jetzt nicht unbedingt so eine Option. Ich hatte ihn erst auf die Einkaufsliste gesetzt, aber er ist schon vom Design her sehr besonders und dann mit ja, diesem Messingkern. Ich kenne mich da selber, da bin ich dann ständig am Rumpolieren, wenn das Messing da anfängt, dann irgendwie anzulaufen und so. Ja, ich denke, das wird bei vielen, die sich den zulegen, dann auch eher so ein Vitrinenstück werden, könnte ich mir vorstellen. Also für die tägliche Rasur weiß ich nicht. Da ist er denn schon wieder fast zu besonders. Nichtsdestotrotz ein geiler Rasierer, muss ich sagen. Hat mich echt total gefreut, dass ich den mal testen konnte und euch auch zeigen konnte im Video. Ja, geiler Rasierer. The Goodfella Smile Vali Noah. Ja, das nächste Video, da war dann der Aviation 94, der große Star. Der ja, ganz wunderbare blaue Aluhobel, ich habe ihn hier noch liegen, das ist er hier. Ja, für mich war das eine absolut tolle Rasur. Wenn ich ihn mal jetzt vergleiche, den Aviation 94 mit den anderen Alu-Rasierern, die ich hier habe im Bestand, immerhin 12 Stück, ich habe das mal durchgezählt, wie viele Aluhobel ich hier überhaupt habe, 12 Aluhobel, da würde ich ihn fast auf Top 1 setzen. Top 1 oder Top 2, also zumindest unter die Top 3 würde er kommen. Ja, teilt sich so ein bisschen den Platz mit dem Timeless ALS B45, den ich euch direkt im Video danach gezeigt habe. Den Aluhobel von Timeless aus den USA. Das sind so meine beiden ja, Lieblings-Aluhobel, muss man sagen. Dann kommt aber auch schon gleich der. Habe ich ihn hier stehen? Ja, hier ist er sogar. Dann kommt aber auch gleich dann als Top 3 der Razor Rock Aluminiumhobel, der Razor Rock Lupo hier aus Alu. Das wären so meine Top 3 Aluminium-Rasierhobel. Kann ich hier so sagen. Also da hat sich der Aviation 94 als Aluhobel doch hier relativ schnell einen Platz in meinem Herzen ergattern können. Also ja,
Ich will gleich, weil wir nun gerade über diesen Aviation 94 hier zu sprechen gekommen sind, würde ich gerne gleich auch hier weitermachen. Und zwar mit den Kommentaren und Reaktionen zu diesen Videos hier. Und zwar ging da zum Aviation 94, zu dem Video, das ich gemacht hatte, hier ein ja, Kommentar ein von Oxa, ein kritischer Kommentar. Ja, nichtsdestotrotz will ich euch den hier gern einmal vorlesen und möchte da auch kurz Stellung zu beziehen. Natürlich stehe ich hier mit den Videos, also wer hier seine Rübe raushält in die Öffentlichkeit, der muss auch damit rechnen, dass man einen rübergezogen kriegt. Das ist ganz klar. Und die Meinung, die ich hier vertrete oder auch die Vorschläge, die ich hier gebe oder auch die Empfehlung, die wäre nicht von jedem wahrscheinlich auch da draußen geteilt, das ist mir schon klar. Jeder soll da auch gerne eine eigene Meinung zu haben. Aber hier zu diesem ja, Video ein ganz besonderer Kommentar. Ich möchte euch das einmal vorlesen und dann auch da nochmal drauf zu sprechen kommen. Also Oxa schreibt, erstmal vielen Dank, dass du dich hier beteiligt hast hier an den Kommentaren. Guten Morgen, Jörg. Ein schönes Video. Wie soll es auch anders sein? Ich bin allerdings vom Inhalt ziemlich platt. Ich habe versucht, alles neutral zu sehen, auch ein zweites Mal. Mein persönlichen Eindruck nach biederst du dich hier förmlich an. Ich fühle mich, als hätte ich einen audiovisuellen Schlag ins Gesicht bekommen. Ich habe aufgehört, zu zählen, wie oft du den Namen des Herstellers und Hobels genannt hast. Wie oft das ein cooles Blau oder toller Hobel war. Auch die Seife, der Pinsel und die Schale waren seltsamerweise viel besser als üblich in deinen Videos. Die sind ebenfalls alle zur Verfügung gestellt. Das ist schon etwas seltsam. Das Fazit am Ende war auch nicht besser. Babypopo glatt, cooles Equipment hier, coole Sachen am Start. Irgendwie alles etwas sehr viel mehr als sonst. Dein erfasst sich viel, viel cooler an als dieser Spirrelgriff vom Hensen, hat mir den Rest gegeben. Mir ist klar, dass Zuwendungen von Firmen wunderbar sind und ein gutes Gefühl verleihen. Allerdings ist Neutralität eine Tugend und lässt hier meiner Meinung nach zu wünschen übrig. Vor gar nicht allzu langer Zeit hast du Klaus für sein Störtebeker-Video kritisiert. Zu Recht, wie ich finde. Dann sollte man allerdings ein Video wie dieses nicht hochladen. Das Glashaus und die Steine grüßen freundlich. Mir ist nicht klar, ob meine Wahrnehmung falsch ist und vielleicht der frühen oder den frühen Morgenstunden geschuldet ist. Allerdings wirkst du im Video, als wolltest du übermäßig viel Werbung für Hersteller und Hobel machen. Mir ist nicht klar, in welche Richtung das geht. Tatara, Goodfella Smile, Noon Design 94. Wird das noch schlimmer? Allerdings liege ich auch, vielleicht liege ich auch daneben. Alles ist wie immer und ich sehe Gespenster. Meiner Meinung nach soll sich jede oder eine Meinung soll sich jeder selber machen. Trotzdem ein gutes Video und ich wünsche mir weiterhin neue von dir, nur bitte nicht so übertriebene Lobhudeleien. Ja, ausführlicher Kommentar, zu denen ich natürlich gerne was sagen möchte. Ich will mich da gar nicht rechtfertigen, überhaupt nicht. Ich freue mich über die Zuwendung hier, über allen jeglichen Support, von wem er auch immer eingeht. Wie gesagt, ich habe mich jetzt ganz besonders über den Support von Frank gefreut, der in sein Paket hier zwei Hobel reingesteckt hat, leihweise, die ich hier zeigen konnte. Die sind auch schon wieder auf dem Rückweg zu ihm. Das hilft enorm. Auch die Zuwendung oder der Support von den Herstellern ist natürlich, nehme ich natürlich gerne an. Alternative wäre gewesen, ich hätte den Aviation 94, der mir hier nun freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, hätte ich nicht gehabt und hätte das Video dann auch nicht zeigen können. Das wäre eine Alternative, die ist für mich schlecht. Warum soll ich hier diesen Support nicht annehmen? Also, zunächst einmal sind ja mehrere Teile so oder mehrere Kritiken, die hier zusammengefasst worden sind zu einem Kommentar.
Zunächst einmal zu meiner Kritik an dem Hanson Razer. Das hat dich ja offensichtlich sehr getroffen. Wahrscheinlich bist du ein Fan vom Hanson Razer. Da gibt es ja viele von. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich bin keiner vom Hanson Razer. Ich hatte drei unterschiedliche Versionen vom Hanson hier im Bestand und alle haben mich wieder verlassen. Das ist einfach so. Ich konnte damals den Hype, der da Mitte, ich meine 2020 entstanden ist, um den Hanson Razer, um die Aluminium-Version, den AL13, den konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe mir natürlich auch den Rasierer geholt, zunächst in der Medium-Variante und muss sagen, also so Medium fand ich ihn gar nicht. Er hat mich nicht komfortabel rasieren können, insbesondere im Hals hat das häufig blutig hinterlassen. Den Griff wirklich, den fand ich nun mal spittelig. Und wenn man den jetzt hier mal vergleicht, ich habe jetzt keinen Hanson mehr da, weil die alle wieder in Verkauf gegangen sind. Ich blende euch deshalb trotzdem hier mal einen ein. Und wenn man jetzt hier diesen schönen fetten Griff hier sieht, der liegt echt besser in der Hand. Und klar habe ich den Lob gehudelt, weil er aber auch gut ist. Also ich bin von dem hier absolut überzeugt. Der hat sich hier von null auf einen Platz in meinen Top 3 Aluhobel hat er sich erobert hier. Von null. Mit einer einzigen Rasur. Also ich habe den jetzt schon häufiger im Gesicht gehabt. Aber das ist ein richtig toller Rasierhobel. Und den würde ich immer einen Hanson Razer vorziehen. Der Hanson hat einen besonderen Kopf, diesen trapezförmigen Kopf. Dadurch war das Gleitverhalten bei mir immer ganz, ganz grottig, muss ich sagen. Besonders schlimm war das denn beim Yaki Teil, das ist der Nachbau quasi vom Hanson Razer in Edelstahl, den Yaki dann nachgebaut hat. Der hat richtig gebremst auch, das fand ich ganz, ganz furchtbar. Ja, nachdem ich dann den Medium von Hanson verkauft habe, habe ich dann auch gedacht, oh Mensch, vielleicht hast du einen Fehler gemacht oder so. War es da zuvor? Ich habe mir nochmal die Milden geholt und er war mild, aber dafür hat er auch schlecht rasiert, muss man sagen. Also er war total ungründlich. Ich musste also noch häufiger rüber, als ich das sowieso schon mache. Und dann war er eben dafür dann aber auch wieder nicht mild genug und wir passten hier nicht zusammen. Also ich weiß, dass Hanson viele Fans hat und das finde ich auch völlig in Ordnung. Und da freue ich mich über jeden, der gut mit dem Hanson Razer zurechtkommt. Und das wird dir wahrscheinlich auch so gehen, Oxa. Mach ja sein. Aber mir passt der nicht. Und ich finde den Aviation 94 deutlich besser. Der passt viel besser zu mir. Und deswegen kann ich ihn auch nur empfehlen. Also ich kann natürlich auch nur Sachen empfehlen aus meiner Warte heraus. Und das mache ich auch so. Also wenn mir eine Sache nicht gefällt, dann empfehle ich die auch nicht. Und wenn mir eine Sache gut gefällt, dann hype ich die auch. Und dann empfehle ich die auch. Und der hat mir hier gut gefallen. Und entsprechend, so wird das Video dann auch rübergekommen sein. Und das ist ja auch folgerichtig. Also wenn ich von einem Hobel begeistert bin, und das bin ich hier, hat einen vernünftigen Preis, sieht cool aus, um das hier nochmal zu wiederholen, ist in Deutschland gefertigt, es ist ein deutsches Produkt, und rasiert hervorragend. Ja, warum soll ich diesen Hobel denn nicht halten? Das ist für mich völlig normal. Also, und ich bin jemand, der sich schon schnell begeistern lässt. Und von diesem Hobel war ich echt begeistert. Und das ist wahrscheinlich im Video dann auch so rübergekommen. Und für mich ist das auch völlig in Ordnung. Also, Werbung, klar mache ich dafür Werbung, wenn man das so bezeichnen will. Werbung ist, ich empfehle den. Weil ich mit dem begeistert oder weil ich von dem begeistert war und mit dem auch mich gut rasieren konnte. Natürlich werde ich den dann empfehlen. Und habe ich einen Hobel, mit dem ich nicht so gut zurechtkomme, dann empfehle ich den auch nicht. Also das hat nichts damit zu tun, von wem der herkommt. Ich bin hier auch kein Verkaufschannel oder so. Ich habe das mal nachgezählt. Also ich habe 142 oder 143 Videos habe ich hier online und 7 Videos sind Videos, wo der Hobel vom Hersteller zur Verfügung gestellt worden ist. 7 Videos von 102 oder 143. Mehr ist das gar nicht. Also, ne? Da ist der Aviation jetzt dabei, da war der Tatara dabei und dann ein Hobel von Pearl, der Antikhobel, der L55 und ansonsten waren das Hobel von Bailey oder von Yaki. Mehr Support von Herstellern bezüglich Rasierhobel ist hier gar nicht eingetroffen.
Das ist alles. Also ich bin hier kein Verkaufschannel. Also die meisten Sachen gehören mir, die habe ich mir selbst gekauft oder die kommen von euch aus der Community, die mir dann leihweise hier zur Verfügung gestellt worden sind, die ich dann hier im Video zeigen konnte und die dann wieder zurück an euch gehen. Also so läuft. Also Verkaufschannel bin ich hier nicht, so sehe ich das hier auch nicht und das ist auch nicht fair, denke ich, das hier so ja, auf diese Stufe runterzuziehen. Da fühle ich mich einfach dann auch nicht fair behandelt. Also das kann ich so einfach auch nicht stehen lassen. Ja, also wie gesagt, die letzten drei der Aviation kam vom Hersteller, wurde zur Verfügung gestellt. Der Valinor kam aus der Community, wurde mir leihweise zur Verfügung gestellt. Und der Tatara davor, der kam auch vom Hersteller, nämlich von Tatara Razors aus Portugal. Ja, vielleicht einen kleinen Einblick, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Also das war natürlich auch so gar nicht geplant, dass ich hier mir Sachen zuschicken lasse und die dann hier, ich muss mal einen kleinen Schluck Kaffee nehmen. Ich rede mich hier schon wieder trocken. Wir sind jetzt hier bei 30 Minuten, sehe ich gerade. Okay, das ist noch eine gute Zeit. Wie ist das alles zustande gekommen? Also es ist nicht so, dass hier die Hersteller Schlange stehen und mich hier mit E-Mails zubomben und sagen, Mensch, ich habe hier einen Rasierhobel, zeig den bitte. So ist das überhaupt nicht. Alle Hobel, die ich hier gezeigt habe oder die letztendlich zu so einem Channel Support geführt haben, die mir hier zur Verfügung gestellt worden sind, da bin ich auf die Hersteller zugegangen. Da ist keiner von den Herstellern auf mich zugekommen. Also es ist ein einziger Hersteller oder Hersteller ist es gar nicht, sondern das ist eher ein Händler auf mich zugekommen bezüglich eines Rasierhobels und das ist Störtebeker. Störtebeker ist auf mich zugekommen, genauso wie sie auf Klaus zugekommen sind, wo du das hier gerade erwähnt hast. Schöne Grüße an dich, Klaus, gehen raus. Die sind auf mich zugekommen und haben angefragt, ob ich mir eine Kooperation mit denen vorstellen kann und ob ich ihren in meinen Augen völlig überteuerten Baili-Rasierhobel, den Baili Butterfly, dort in einem Video zeigen will. Und das habe ich abgelehnt. Also diese Kooperation habe ich abgelehnt, weil das letztendlich auch für mich kein Mehr und für euch auch kein Mehrwert hat. Also warum soll ich hier einen Butterfly-Hobel zeigen, der völlig überteuert ist, den ich auch schon in einigen Videos gezeigt habe. Ich hatte den in den Einsteiger Hobel-Praxistest, habe ich euch den Baili gezeigt, gleiches Modell. Ich hatte euch den Baili gezeigt in der DM-Rasur, wo wir zusammen bei DM einkaufen waren, auch ein Baili. Macht einfach keinen Sinn und ich finde, wie gesagt, auch die Geschäftspraktiken dabei Störtebeker finde ich weder für uns als Kunden transparent, noch finde ich das in Ordnung, wie die Preise da gestalten für uns als Endverbraucher. Und deswegen habe ich diese Kooperation abgelehnt. Also das war der einzige Hersteller, in dem Sinne ja nicht, aber Händler, der auf mich zugekommen ist und nachgefragt hat, ob ich irgendwas von seinen Produkten im Video platzieren kann. Alle anderen, ob das Yaki ist, ob das Pearl ist, ob das Baili ist, auf die bin ich jeweils zugegangen. Und zwar zunächst einmal damals seinerzeit zu den Verlosungen zum 1000. Abonnenten und zum einjährigen Bestehen des Kanals. Für die Verlosung, die ich hier ins Leben gerufen hatte, für euch als Community so ein paar Goodies daraus zu hauen, da bin ich auf ganz, ganz viele Hersteller zugegangen und habe da nicht nachgefragt, ob die hier diese Verlosung für die Community da nicht vielleicht unterstützen möchten. Und da gab es viele Reaktionen, Gott sei Dank. Wir hatten tolle Sets da ja zusammengestellt. Mühle war dabei, Merkur war dabei, also auch namhafte Unternehmen, Yaki, Baili, E&S Rasage. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen, da habe ich alle gar nicht mehr im Kopf. Also tolle Sachen haben wir da ja auch zusammengestellt bekommen. Und im Zuge dieser Anfragen, die ich da an die Hersteller dann rausgeschickt habe, kam dann auch
im Laufe der Konversation, die wir da hatten, von Jackie zum Beispiel oder von Bailey auch die Vorschläge, Mensch, wir haben hier natürlich noch andere Modelle, hast du nicht Lust, die auf deinem Kanal zu zeigen? Und selbstverständlich habe ich da gesagt, ja klar, mache ich gerne. Schick mir doch mal gerne was zu, was ihr meint, und ich gucke mir das mal an und dann, wenn ich das für geeignet halte, dann kann ich ja gerne ein Video drüber machen. Also so läuft das in der Regel. Auf Tatara und auf Design 94 bin ich auch zugegangen, habe erstmal den Kanal so ein bisschen vorgestellt und gesagt, Mensch, ist hier ein Kanal im deutschsprachigen YouTube-Raum, gibt es ja gar nicht so viele. Nichtsdestotrotz ist zum Beispiel Design 94 ist ja ein Produkt aus Deutschland, und natürlich gehört so ein Produkt aus Deutschland auch irgendwie auf einen deutschen YouTube-Kanal, ist ja klar. Und bei Tatara ebenfalls, diese Tatara ist eine Hersteller aus Europa, und der deutschsprachige Bereich hier mit Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg, Teile von Belgien und so, das ist schon ja auch ein Markt, sag ich mal. Und da macht es vielleicht auch Sinn, so ein Tatara mal in deutscher Sprache darzustellen. Also Schweiz, Entschuldigung, Schweiz habe ich vergessen hier, eben. Als deutschsprachige Bereiche, selbst in Italien gibt es ja Bereiche, wo Deutsch gesprochen wird. Also der deutschsprachige Markt oder die deutschsprachige Community ist ja auch jetzt nicht besonders klein. Insofern ist das natürlich auch toll, dass Tatara da sich zu entschieden hat, gesagt hat, ja, klar, warum nicht auch in deutscher Sprache ein Produkt von uns da präsentieren zu lassen. Also das waren alles Sachen, wo ich auf die Leute zugegangen bin, weil ich auch die Produkte für so interessant gehalten habe, dass die hier vielleicht auch euch als Community interessieren. Und das konnte man sehen, also so die Videos von Tatara und auch vom Aviation 94, die sind auch häufig geklickt worden. Das sind durchaus Hobel von Interesse gewesen. Finde ich ja selber auch interessant, die Hobel, und ich habe nun mal nicht die Kohle, mir jeden Monat hier zwei, drei Hobel dafür über 200 € zu holen. Ende des Jahres bin ich hier pensioniert, dann wird das Geld sowieso noch deutlich weniger, was ich hier zur Verfügung habe für mein Hobby. Und ja, da bin ich froh, wenn die Hersteller sich da bereit finden und sowas hier kostenlos zur Verfügung stellen. Wie gesagt, als Alternative hätte es die Videos nicht gegeben, und die scheinen wirklich ja aber auch von Interesse gewesen zu sein. Ja, wie gesagt, also ich fühle mich hier nicht als Verkaufschannel, das bin ich auch nicht, das weiß ich auch deutlich von mir. Und wenn ich hier Sachen bekomme, zugeschickt bekomme, die ich nicht für sinnvoll halte, dass die im Video auftauchen oder vielleicht sogar für schlecht halte oder so, dann stelle ich die erstmal entsprechend auch so da, oder die finden hier von vornherein gar keinen Zugang hier in irgendein Video von mir. Über welche Sachen ich hier Videos mache, das entscheide ich immer noch selber. Also das entscheidet hier keiner für mich. Da bin ich hierher im eigenen Hause, und da lasse ich mir auch nicht vorschreiben von irgendwelchen noch so großen Firmen, wie ich hier meine Videos zu machen habe und was ich da drin dann auch zu welchem Fazit ich da komme. Das entscheide ich immer noch selber. Und ich gebe hier ein ehrliches Statement ab. Wenn Sachen beschissen sind, dann sind sie beschissen. Und wenn sie gut sind, dann sind sie aber auch gut. Und das stelle ich dann auch entsprechend so dar. Okay, ja, zu den Hobel gab es natürlich nicht nur solche Kommentare. Da gab es natürlich auch viel positive Kommentare. Tom 62 und Qubi haben da ähnliche Erfahrungen mit dem Hobeln von Aviation 94 gemacht, wo letztendlich die auch zum Schluss kommen, bester Hobel, den ich überhaupt habe. Und insofern deckt sich das dann ja auch mit meinen Aussagen. Also für mich einer der besten Aluhobel, die ich überhaupt hier im Bestand habe. So, jetzt waren wir mittendrin. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. War ja nun auch ein langer Kommentar. Kann ich hier schon mal beiseite legen. Der wäre schon mal abgehandelt. Nun habe ich hier noch einige andere Kommentare. Und zwar einmal eine E-Mail von Matthäus ist mir zugegangen, auch mit etlichen Fragen. Ich lese die euch einmal vor.
Hi Jörg, danke für deine tollen Videos. Bin noch sehr neu bei der klassischen Nassrasur, aber bin jetzt schon sicher, dass ich dabei bleibe, dank deiner Beratung. Ich schätze deine ruhige Art, die Begeisterung für das Thema weiterzugeben. Ohne viel Umschweife komme ich zu ein paar Fragen, die ich mir zumindest noch nicht beantworten konnte. So, jetzt werden die Fragen aufgezählt, die wollen wir gleich mal einzeln abhandeln. Eventuell ist es auch eine Idee für ein Video, was nach der Rasur, falls du antworten solltest, auf jeden Fall schon einmal vielen Dank, viele Grüße, Matthäus. Ja, vielen Dank für deine E-Mail. Wollen wir mal einmal kurz deine Fragen hier aufgreifen. Fangen wir mit der ersten Frage an. Sollte ich den Rasierhobel nach der Benutzung auseinanderbauen und trocknen lassen oder doch zusammengebaut mit Klinge? Ja, da gibt es sicherlich unter euch viele, die das sowohl so als auch so machen. Also ich baue grundsätzlich meinen Rasierhobel nach der Rasur komplett auseinander, entnehme die Klinge, spüle den ab, den Hobel, gehe mit einer kleinen Bürste da überweg, trockne den ab und stelle den getrocknet, zusammengebaut, ohne Klinge in eine Haltevorrichtung, Ständer oder was weiß ich auch immer. Mit der Klinge verfahre ich wie folgt. Also das sind hier meine Vorführklinge, eine Shark, die spüle ich ab unterm Wasser. Dann nehme ich mir hier ein Handtuch, am besten von glatt rasiert. Da lege ich die Klinge dann hier so rein, hier so rauf, tupfe die einmal ab, nehme die und pack sie wieder so in die Papierverpackung zurück. Und dann habe ich eine Schachtel, wo ich dann Rasierklingen bunt gemischt drin habe, die ich jetzt schon einmal in Gebrauch hatte. Das ist meine Schachtel für die, die einmal in Gebrauch waren. Dann habe ich die gleiche Schachtel, da ist bunte Reihe drin für die, die ich zur dritten Anwendung quasi bereitstehen. So handhabe ich damit. Und ich muss sagen, also das kann man natürlich auch anders machen, insbesondere dann, wenn man jetzt nur einen Hobel hat und man nutzt so eine Klinge 3 Tage. Wenn ich jetzt also einen Hobel habe, habe da eine Klinge drin, spüle den ab, stell den weg und weiß aber ganz genau, dass ich den nächsten Tag nun auch gleich wieder für die nächste Rasur nehme, dann ist das sicherlich auch in Ordnung und das werden auch viele von euch machen. Dann würde ich mir wahrscheinlich auch nicht die Mühe machen, den ständig da rauszumachen, die Klinge. Bei mir ist das ein bisschen anders, also ich wechsle viel die Rasierhobel. Es ist selten, dass ich hier mal einen Hobel 14 Tage durchnutze oder so. Kommt eher selten vor, weil da kommen wieder andere Sachen, die ich da testen möchte und so. Insofern kann es auch mal sein, dass so ein Hobel denn da eine Woche steht oder vielleicht 14 Tage mit der Klinge drin. Und das ist nicht unbedingt gut für die Seife und die Chemie, die in den Ablagerungen da drin ist, in der Seife und so, das macht vielen Hobeln den Garaus. Also wenn man Hobel so sieht, ich hatte euch das neulich in einem Aftershave-Talk gezeigt, anhand eines Merkur Future, wie in welchem Erhaltungszustand die waren, das lässt häufig darauf schließen, wenn da solche Schäden sind insbesondere in der Kopfbeschichtung des Kopfes, dass die Klinge da drin gelassen wurde, viel zu lange und denn da das vor sich hingammeln konnte im Kopf. Also, das würde ich so nicht machen. Wie gesagt, wenn der sowieso nächsten Tag wieder zum Einsatz kommt und dann ihr den quasi ständig nutzt, so einen Rasierhobel, dann mag das in Ordnung sein. Also ich selber verfahre dann nicht so. Ich reinige die jetzt auch nicht großartig, aber wie gesagt, trockne die dann gründlich ab, baue die zusammen und dann kommen die in den Ständer und gut ist. Also ich lasse die Klingen da nicht in meinem Rasierhobel drin. Ich denke, das sollte man auch nicht machen. Also, weiß ich nicht. Würde mich interessieren. Also, wie gesagt, da wird es einige geben, die machen das zumindest dann 2, 3 Tage und dann, wenn die Klinge dann rausfliegt, wird er dann einmal zum Trocknen weggestellt. Und dann geht es wieder von vorne los. Ist auch in Ordnung, denke ich. Aber über einen längeren Zeitraum würde ich die Klingen da nicht drin lassen.
So, jetzt die zweite Frage hier von Matthäus. Kann man benutzte Rasierklingen im Rasierhobel lassen, wenn man noch vorhat, sie erneut zu verwenden? Oder gibt es eine Art der Aufbauung von angebrochenen Klingen, eventuell auch für den Transport auf Reisen? Also, das letztendlich ergibt sich das aus der Beantwortung der ersten Frage. Ne? Ob du sie drin lässt oder nicht, das musst du selbst entscheiden. Ich mache es nicht. Und ja, verwende die bereits auf oder bereits gebrauchte Klingen, die, wie gesagt, spüle ich ab, tupfe die ganz vorsichtig ab. Und dann kommen sie zurück in die Papierverpackung und zurück in die Pappschachtel, da wo die anderen Klingen auch, die ich benutzt habe, auch drin stecken. Wie sollte man den Rasierhobel in Klammern mit Klinge Fragezeichen lagern? Ja, wie du möchtest. Du kannst ihn hinlegen, viele legen ihn auf die Seite oder es gibt entsprechende Ständer dafür. Das ist Geschmackssache. Ich habe mir hier in meinem Schäfchen, in meinem Regal selber so einen Ständer gebaut. Auch es gibt solche Ständer hier. Ich will den jetzt hier nicht, kann ich schwenke mal mit der Kamera rüber hier mal kurz. Solche Ständer, wo die einfach reingestellt werden, das ist Geschmackssache. Das kannst du machen, kannst du halten wie ein Dachdecker. Da gibt es keine besonders tolle Art, wie du jetzt die Rasierhobel da lagerst. Stell die hin, wie du willst. Manche mögen das gerne, dass so ein hübsches Stück im Bad schön repräsentativ da steht, mit einem schönen Ständer, vielleicht einen schicken Pinsel dazu, einen passenden oder so. Und einige haben die bei sich im Badezimmerschrank da irgendwie im Regal liegen. Ist Geschmackssache, würde ich sagen. So, ja, was macht man am besten mit den Klingen, die man entsorgen will? Ja, da gibt es auch verschiedene Arten, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Vielfach wickel ich die auch wieder in das Papier ein, knick die einmal durch und dann fliegen die bei mir ganz normal in den Hausmüll. Also das ist so eine klassische Art. Ansonsten habe ich natürlich auch so Döschen, wo ich die sammel und dann werden die einmal irgendwann mit dem Metallmüll oder so, die kommen dann in eine große Dose, in eine große Konservendose, da werden die dann gesammelt und dann kommen die einmal geschlossen weg zum Altmetall. Wenn ich mal auf dem Recyclinghof fahre oder so, mache ich auch, habe ich auch eine Dose, eine Sammeldose. Gibt es verschiedene Arten, ja, weiß ich nicht, wir hatten wir auch drüber schon im Video gesprochen. Ich denke, die sollten so, sollte sichergestellt werden, dass die jetzt nicht so, wie sie sind, einfach in den Müll geschmissen werden, in den ganz normalen Hausmüll. Wenn da irgendwelche Arbeiter da, was weiß ich, aus den Recyclingzentren oder so, doch vielleicht, oder irgendwelche Flaschensammler, die da vielleicht im Müll noch rummachen, schneiden sich dann da die Pfoten auf. Also das sollte so nicht sein. Also entweder ein Papier und dann einmal knack durchklippen und dann kommen die im Hausmüll wandern, denke ich, da sind die ja keine. Alle 3 Tage mal eine Klinge, sammeln sich ja jetzt im Hausmüll noch nicht so wie die Klinge an. Oder wie gesagt, sammeln. Ich habe so kleine Döschen, kann ich auch so eine Spardose, Sparbüchse aus einem 1-Euro-Laden, da passen was weiß ich, wie viele tausend Klingen rein. Und wenn die voll ist, wupp, oben Pflaster drauf oder was weiß ich, ein Klebestreifen. Und dann nimmt man die mal mit, wenn man zum Recyclinghof fährt. So, muss der Pinsel zwingend kopfüber in seinem Ständer trocknen oder ist es nicht nötig? Wie sieht es aus bei der trockenen Lagerung? Ja, Pinsel. Also ich trockne meine Pinsel sowohl stehend wie auch kopfüber. Und ich muss sagen, ich habe da keine Unterschiede bei der Haltbarkeit oder was weiß ich, oder dass sich bei dem einen jetzt Schimmel bildet und bei dem anderen nicht, konnte ich nicht feststellen bisher. Also das macht dann wieder einige Experten geben, die sich da nun drauf spezialisiert haben, wie fließt am besten das Wasser ab. Also rein vom Verständnis her gibt es da einmal die Partei, wo man sagt, das Wasser verdunstet ja, ne? Also das heißt, es dunstet nach oben ab,
Also sollte ein Pinsel stehen, und dann gibt es wieder andere, die sagen, ja, wenn der hängt durch die Kapillarwirkung und so weiter, ist es besser, wenn die Feuchtigkeit nach unten abfließen kann. Also ich habe da keinen Unterschied festgestellt. Ich habe viele Pinsel stehen bei mir, die trocknen genauso gut und haben keinen Schimmel und haben keine Schäden bisher genommen. Und ich habe Pinsel, die hängen in ihrem Pinselhalter, und die sind ebenfalls schicko. Also wichtig, vielmehr wichtig ist, denke ich, dass man die vernünftig ausspült, dass sich da nicht lange Zeit noch Seifenreste wieder im Pinsel befinden. Vernünftig abspülen, schön ausschlagen, und dann rubbel ich sie meistens noch mal so im Handtuch so ein bisschen trocken und stelle sie dann weg zum Trocknen. Aber wie auch immer, ja, weiß ich nicht. Da wird sicherlich unter euch Pinselexperten geben, die jetzt was dazu sagen können oder wollen. Ich kann da jetzt nicht, ja, weiß ich nicht, kann jetzt nichts genaueres zu sagen. Nach dem Benutzen der Rasierseife lässt man sie mitsamt dem Restschaum trocknen oder doch auswaschen und dann trocknen lassen. Oder darf der Deckel direkt nach der Rasur auf den Tiegel? Ja, also da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, war auch mal so eine Frage. Ich weiß gar nicht, von wem die kam. Ich glaube auch von Bernie. Ich mache das so, dass ich die, also wenn ich im Container aufschäume, dann spüle ich den Rest, die Restseife oder die jetzt abgetragen wurde schon und aufgeschlagen ist, die sich da jetzt vielleicht noch an den Puck haftet, die spüle ich ab, schüttel das schön ab, stelle das mal das ein bisschen kopfüber hin, damit Feuchtigkeit da aus dem Tiegel rauslaufen kann, und stelle sie dann so mit aufgelegten Deckel, schräg auflegt, dass die Feuchtigkeit noch abziehen kann, für 24 Stunden im Badezimmer. Das ist meist relativ warm. Da steht sie dann und kann dann abtrocknen, und dann mache ich den Deckel wieder drauf. Und ich hatte bisher noch mit keiner Rasierseife, dass da irgendwie sich Schimmel gebildet hat oder so. So mache ich das. Also da gibt es sicherlich auch andere, die anders verfahren und da gleich den Deckel raufhauen und das vielleicht gar nicht vorher ausspülen oder so. Ich mache mir die Mühe, und es hat bisher immer gut geklappt. Also ich habe da keine wissenschaftliche Erklärung jetzt dafür. Jetzt die letzte Frage, sind wir schon dabei. Muss man ansonsten die ungenutzten Rasierwerkzeuge warten oder pflegen? Auch bei Nichtbenutzung. Also, ich mache das schon, ich pflege die schon. Also, ich gehe jetzt nicht einmal im Jahr durch und nehme hier jeden Hobel vor und reinige den und poliere den. Ich mache es so, dass ich ihn eigentlich in der Regel nach dem Gebrauch ist er so, dass ich ihn wegstellen kann und einlagern kann. Also, in dem Zustand befindet er sich. Und das heißt, dass ich ihn eigentlich auch gerne, ja, zumindest. Das ist das, was ich an Pflege mache, dass ich mein Butterfly-Hobeln, Hobeln mit einer besonderen Mechanik, den gönne ich gerne mal zwischendrin einen Tropfen Öl oder einen kleinen Hieb WD-40 Öl. Also das ist, denke ich, schon eine Geschichte, das sollte man machen. Man merkt das auch, wenn man dann die Gewinde oder die Schraubverschlüsse dreht, die TTU, die fangen dann an zu quietschen oder laufen so ein bisschen hakelig. Dann ist immer ein Zeichen da, ein kleinen, also Tropfenöl. Mit Tropfenöl kann man echt viel Gutes tun. Und das bekommen meine Sachen an Pflege. Und ansonsten ist es ja eigentlich, finde ich, relativ pflegeleicht. Gehe hier nicht jedes Jahr bei und wässere da jeden Pinsel. Also mit Pinseln auch. Damals hatte ich doch deutlich mehr Naturhaarpinsel, viele Dachshaarpinsel auch so. Die habe ich dann schon mal regelmäßig shampooniert, ein bisschen mit Conditioner und all sowas. Mit den Synthetikpinseln zum Beispiel mache ich das gar nicht. Die werden ausgespült und fertig aus. Die erfordern keinerlei Pflege. Ab und zu kümmere ich mich mal um meine Schweineborsten. Die werden dann auch mal ein bisschen mit mildem Shampoo gewaschen. Das ist ja auch Naturhaar, also wie normales Kopfhaar. Im Übrigen heute gar kein Gel drin. Heute mal ganz Natur, wollte ich mal. Ja, dieses Naturhaar braucht Pflege.
Wie euer eigenes Haar auch. Wenn man dem keine Pflege zukommen lässt, dann wird es splissig, dann wird es brüchig. Und ja, das brauchen eben so Naturfasern, brauchen ab und zu Pflege. Aber ansonsten Synthetikpinsel pflege ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. So, das soll es auch gewesen sein hier mit mit der E-Mail hier von Matthäus zu Pflege. Dann hier ein weiterer Kommentar und zwar von Fabian Lübcke. Hallo Jörg, tolles Video. Ich suche einen Rasierhobel. Ist Giesen und Forsthof empfehlenswert oder gibt es noch bessere? Also das war jetzt ein Kommentar zur Schonrasur, Giesen und Forsthof. Ja, das sind so Fragen. Ist Giesen und Forsthof empfehlenswert? Ja, siehe Video, kann ich nur sagen. Und gibt es noch bessere? Klar gibt es noch bessere. Es gibt immer besser. Besser geht immer. Aber was willst du da genau wissen, ne? Also da kann ich dann auch nur verweisen auf meine Videoreihe, die jetzt an den Start gegangen ist, die 5 Einsteiger-Setups. Da kannst du das sehen. Also da habe ich ja auch den Giesen und Forsthof mit der geschlossenen Schaumkante dort empfohlen und auch entsprechende Upgrades. Ne? Da war, glaube ich, in dem Video dabei bis 75 Euro und da gibt es dann auch ein Video Setup bis 100 Euro. Da findet sich dann zum Beispiel der Rockwell 6C wieder und da kannst du dich eigentlich so ein bisschen dran halten. Also das sind so die meine Empfehlungen, die ich da geben würde. Dann kommt eine E-Mail, die kommt ebenfalls hier von Fabian Lüttge. Hallo Jörg, was sagst du zum Rockwell T2? Bin gerade am Überlegen zwischen dem T2 und 6S. Ist schwierig. Viele Grüße, Fabi. Ja, also Fabian, du musst dir dann auch schon die Videos anschauen. Ich habe über beide jetzt ein Video gemacht, über den T2 und den 6S. Auch schon mehrere Videos sogar. Klar, Entscheidungen können schwierig sein. Wenn man sich entsprechend da jetzt aber dann vorher Infos gezogen hat, dann kann das auch schon die Sache erleichtern. Also ich habe über den T2, den Rockwell T2, den Butterfly-Hobel ein Video gemacht. Und ja, war jetzt nicht so riesig begeistert von dem Teil. Ist ein guter Rasierer, selbstverständlich. Ist ein Butterfly-Rasierer. Mögen ja auch viele. Aber so richtig ja, vom Hocker gerissen hat er mich nicht. Ich habe ihn auch wieder mittlerweile weiterverkauft. Also ich habe ihn gar nicht mehr. Bin jetzt aber gerade dabei oder warte gerade auf die Version vom T2 komplett in Edelstahl. Da bin ich jetzt dabei, die habe ich mir jetzt gerade gestern besorgt aus dem Forum der Rasur. Vielen Dank, Timo, an dieser Stelle nochmal an dich für den netten Deal. Der wird jetzt nochmal kommen, den würde ich gerne nochmal testen, aber der Rockwell T2 in der normalen Version, in der ja, Messing-Version und Messing- und Alu-Version, den habe ich wieder verkauft. Den Rockwell 6S, den habe ich noch. Den werde ich auch behalten. Also für mich ist das nicht schwierig. Also, meine Entscheidung ist da ziemlich klar auf Seiten des 6S. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Du hattest, ich glaube, sogar noch eine Mail bezüglich des T2 geschrieben, dass du ja, Butterfly-Hobel so toll findest. Ja, den 6S gibt es nicht als Butterfly-Hobel. Den musst du dann schon mit den Wechselplatten leben. Wenn du lieber einen Butterfly-Hobel hast, dann nimm den T2. Mich. Die gibt es eben auch in Edelstahl. Der ist dann allerdings ein bisschen teurer als der 6S. 6S Edelstahl kostet 120. Der Butterfly T2 von Rockwell, der kostet, der liegt bei 250. Musst du wissen. Das ist immer Geschmackssache. Das kann ich hier auch so nicht empfehlen. Ich kann euch die Sachen vorführen und kann auch sagen, aus meiner Sicht ist der gut oder ist der nicht so gut. Aber entscheiden, das müsst ihr schon selbst. Also, das will ich auch gar nicht hier, wo ich da irgendwelche Entscheidungen treffe. So, jetzt habe ich hier noch einen Kommentar von, da sind wir ziemlich durch hier. Wie sind wir in der Zeit? 1 Stunde. Okay, wir wollen es nicht zu lang werden lassen heute, ne? Machen wir nachher einen Schnelldurchgang. Von Johannes, hallo Jörg, hallo Community, ich brauche dringend eine gute Empfehlung für ein Aftershave ohne Alkohol.
Ein Balsam ist auch möglich. Was haltet ihr von Proraso Aftershave Balsam mit Menthol und Eukalyptus? Danke euch, viele Grüße, Johannes. Ja, also ich nutze ja überwiegend Aftershaves mit Alkohol, weil ich dieses Brennen ganz gerne habe nach der Rasur. Das gehört für mich dazu irgendwie. Kenne ich von früher so und ja, möchte ich auch gar nicht darauf verzichten. Ich nutze auch mal Aftershave Balsam grundsätzlich. Also bin ich ja kein Gegner von oder so. Dann meistens nach dem Aftershave. Aber neulich hatte ich auch mal wieder eine Rasur, da habe ich nur einen Balsam genommen und wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen was. Also, nun gibt es aber, wenn du hier auf dieses Proraso Aftershave Balsam zu sprechen kommst, ja einen ganz großen Fan von Proraso Aftershave Balsam, der das auch fast nur nutzt, und zwar ist er Gio Fatboy vom entsprechenden YouTube-Kanal, der nutzt nach der Rasur fast ausschließlich Proraso Aftershave Balsam. Und dann kann das ja so schlecht nicht sein. Also Gio Fatboy ist ja auch einer der ganz großen YouTuber hier, wenn es um Nassrasur geht. Der nutzt also, wie gesagt, dieses Aftershave Balsam von Proraso da regelmäßig in seinen Videos und ist da auch ganz begeistert von. Insofern ist das nicht schlecht. Ich selber kenne das Aftershave Balsam nicht. Ich habe das Aftershave sowohl von Proraso in Grün und in Rot auf jeden Fall immer da. Das nutze ich auch sehr gerne. Nutze gerne die Pre-Shave-Sachen von Proraso. Aftershave Balsam habe ich dann meist von anderen Herstellern, aber hatte ich auch schon von Proraso. Das sind in der Regel gute Sachen, kann man sicherlich empfehlen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat von euch aus der Community hier jemand noch einen Tipp für Johannes, der jetzt Aftershaves auch nutzt ohne Alkohol. Wie gesagt, ich habe meistens, hier, ich habe mal nachgeschaut, ich habe da eigentlich nichts dabei, was jetzt alkoholfrei ist. Ich weiß, dass einige Aftershave Splashes von Ariana and Evans, die sind wohl auch alkoholfrei. Natürlich gibt es von E&S Rasage auch. Habe ich ja auch schon viele Produkte hier vorgestellt, Aftershaves auch. Da gibt es auch Aftershaves, die ohne Alkohol sind. Also müsstest du mal schauen, bei E&S Rasage ist ja auch ein Partner hier, sage ich mal, vom Unternehmen, vom Unternehmen, vom Partnerunternehmen vom Kanal, wollte ich sagen. Oder die den Kanal ja schon häufig unterstützt haben mit ihren Sachen und auch die Verlosung hier unterstützt haben. Da findest du auch Aftershaves ohne Alkohol. Ja, dann kommen wir jetzt zum nächsten Programmpunkt und zwar Support und Neuzugänge. Ich will eben schnell noch mal einen Schluck Kaffee nehmen. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Jetzt habe ich aber wirklich schon wieder einen trockenen Mund. Und will euch hier einmal zeigen, was ihr es ist Neues hier im Shave-Din gibt. Und viele Sachen davon sind von euch gekommen aus der Community, und zwar als Support für den Kanal und für mich. Da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Eine tolle Sache. Ich freue mich hier über jede Form der Unterstützung. Wenn man so alleine vor dieser ganzen Sache steht, dann ist das nicht immer ganz einfach. Man muss dann gucken, was besorgt man sich, was ist vielleicht interessant auch für die Leute da draußen, was macht Sinn im Video zu präsentieren und was denn vielleicht lieber weglassen. Es gibt viele Neuerungen, viele neue Produkte in diesen Bereichen der Nassrasur. Und da gelingt es mir auch nicht immer ständig hier jede Neuerung dann zu haben und euch zu zeigen. Insofern finde ich das toll, wenn so gewisse Sachen von euch dann supportet werden, die hier mir zugehen und die ich dann auch in Videos entsprechend verwerten kann. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und bin da sehr, sehr dankbar für eure nette und freundliche Unterstützung über ja, schon diese ganze lange Zeit auch, die ihr hier den Kanal so treu zur Seite steht. Ja, der erste Support, der kommt von Andreas Becker. Andreas Becker hat mir freundlicherweise hier so ein kleines Hähnchen zukommen lassen. Ich würde das jetzt auspacken hier. So schaut das Paket aus, habe ich schon geöffnet. Im Paket verbirgt sich
muss ich mal eben sehen, ich hatte doch glaube ich auch noch ein Schriftstückchen von Andreas dabei gehabt. Nee, habe ich nicht. So, das verbirgt sich hier drin und zwar eine Nagelfeile von Herbazin. Und um die Artikel soll es heute gehen. Herbazin. Doch, hier ist halt doch Schriftstück drin. Meinte ich doch. Das will ich euch einmal vorlesen. Hatte ich eben nicht gefunden. So, Andreas Becker, an lieber Jörg, an bei ein kleiner Channel-Support von mir sehr geschätzten Naturkosmetiker. Das ist schon, Entschuldigung. Herbazin Speed Shaving Cream ist prima geeignet für die schnelle Rasur, ohne großen Aufwand, zum Beispiel im Urlaub. Mit diesem Produkt hat meine Haut sogar der Attacke durch meinen Mühle R41 mit Featherklänge widerstanden. Das zweite Produkt, der Moisturing Face Balm, hilft sofort, wenn man seiner Haut einmal zu viel zugemutet hat. Die Beduftung empfinde ich als angenehm und unaufdringlich. Von dieser Herbazin-Serie gibt es noch diverse weitere Produkte, zum Beispiel Deo, Duschgel, Aftershave etc. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf weitere unterhaltsame und entspannende Videos von dir. Herzliche Grüße aus Thüringen, Andreas. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen prima Support. Ja, davon hatte Andreas gesprochen. Ich zeige euch die Produkte hier einmal. So schauen sie aus. Die Produkte von Herbazin. Ja, ein Unternehmen, das zurückgeht auf die Gründung von 1900. Da fingen die also an, hervorgegangen aus zwei Apothekern, die sich da zusammengetan haben und so ja, Natur- und Kräuterpflegeprodukte herausgebracht haben. Seifen und Cremes und so. Und hier die beiden Produkte, einmal diesen Speed Shaving Cream, also im Prinzip eine Creme, eine Rasiercreme, die man nicht aufschäumt, sondern die man ähnlich wie ein Öl, wie ein Rasieröl auch auf die Haut aufträgt, ohne dass man sie jetzt aufschäumt und dann damit relativ schnell dann rasieren kann. Und einmal hier dieses Face Balm. Das habe ich schon geöffnet. Ich hatte nämlich neulich eine Rasur, die war so ein bisschen ja, ruppig und war da so ein bisschen gereizt wieder mal am Hals. Und da habe ich hier dieses Balm hier gleich ausprobiert. So schaut das aus, also hier mit so einem Dispenser hier. Und ich muss sagen, das hat wirklich toll geholfen, hat die Haut hier relativ schnell beruhigt und nachhaltig schön gepflegt. Und es fühlte sich die Haut fühlte sich nach dem Auftragen hier von diesen Herbazin auch unheimlich gepflegt an. Also fühlte sich nicht nur jetzt vom Innern so an, also dass man sagt, oh, fühle mich ganz gepflegt, sondern selbst wenn man so drüber gegangen ist und dann wirklich mit den Händen gefühlt hat, war das eine ganz schöne, samtweiche Haut, die man da dann spüren konnte. Also sehr schöne Produkte, freue ich mich sehr, sehr hochwertig, sitzen in Eisenach oder in der Nähe von Eisenach, Nachbardorf von Eisenach, glaube ich. Da sitzen die, haben Verkaufsstätten in Erfurt, Eisenach natürlich und in Frankfurt. Ja, und wie gesagt, stellen Naturkosmetik, Kräuterkosmetik her, deutsches Unternehmen. Ja, sind jetzt nicht so, kosten schon ihr Geld, sind aber sicherlich auch ihr Geld wert. Alles tolle Inhaltsstoffe. Man verzichtet hier gänzlich auf Produkte, die wo Tiere leiden. Eine herrliche Sache aus deutschen Landen. Und sehr tolle Inhaltsstoffe, die die Haut prima pflegen. Also wie gesagt, der erste Gebrauch hat hier schon stattgefunden, nachdem ich hier Reizung hatte, die Rasiercreme
Creme, die werde ich sicherlich noch mal in einem Video vorstellen und euch dann auch zeigen. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen sehr, sehr netten Support. Also wirklich hochwertige Produkte hier von Herbazin. Bin ich gespannt, insbesondere auf diese auf dieses Rasiergel, wie das funktioniert. Da gibt es ja auch andere Sachen von Reutzel hat ja auch so eine ähnliche Rasierseife, nennt man die, glaube ich, da, die man letztendlich auch nicht aufschäumt. Die bringt man nur so auf die Haut auf und schäumt die also dann nicht mit dem Pinsel auf und rasiert sich dann damit. Ich nutze meist so die klassischen Seifen, die man dann noch aufschäumen kann. Oder eben Schaum aus der Dose. Ja, das ist der Support von Andreas Becker. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Dann kommen wir zu einem Support von Alban. Ja, Alban kennt ihr auch schon von einem Paket. Das hatte ich schon mal ausgepackt. Alban hatte auch schon mal Fotos geschickt von seinem Shave Den. Ich blende euch hier nochmal ein aktuelles Foto ein von seinem kleinen Shave Den, den er sich da zu Hause eingerichtet hat. Ja, so schaut das Paket hier aus. Das ist ein Schuhkarton. Und wenn man ihn denn hier öffnet, den Schuhkarton, ja, dann kommt hier das zum Vorschein hier. Finde ich ganz prima wieder. Da gebastelt hier mit Klebebuchstaben und dann hier mit Rasierklingen. Werde ich mal irgendwie im Hintergrund hier vom hier irgendwie platzieren, glatt rasiert. Ja, vielen Dank für diese netten Bastelarbeiten, Alba. Ja, dann wollen wir einmal angucken, was hier im Paket drin ist. Als erstes kam das hier zum Vorschein, und zwar von der Fahrradmarke Fischer. Ein Set mit Halogenlampen. Ja, Alban weiß, dass ich ein Fahrradfan bin, und gerade hat er auch das Video gesehen, wo ich mit Fahrrad unterwegs war, die Outdoor-Rasur. Ich sagte, Mensch, wenn du jetzt im Winter vielleicht mal eine Outdoor-Rasur machen willst, ist dunkel, dann hast du hier wenigstens eine tolle Beleuchtung. Ja, fand ich nett, die Idee. Ja, so individuell geht man hier auf mich ein. Finde ich total nett. Das war da drin in diesem tollen Paket. Dann kommt hier zum Vorschein einmal Cien Aftershave Aqua Cooldown Effekt. Kenne ich so noch nicht. Ich meine, das ist ja von Lidl, dieses Cien Aqua. Ja, ist von Lidl. Hier kann man das Lidl-Zeichen sehen. Also das hatte ich jetzt noch nicht mir besorgt bei Lidl. Ich habe hier so viele Aftershaves, wie gesagt, ich habe einen Aftershave Balsam hier von Lidl im Gebrauch. Mal eben einmal dran riechen, wie das duftet. Ja, duftet ähnlich wie das Aftershave Balsam, was ich habe. Das ist auch so ein bisschen beduftet, relativ leicht beduftet. Frischer Aqua-Duft, also das Aqua trifft es schon ganz gut. Aquatisch, bisschen süßlich. Ich denke, das kann man gut gebrauchen. Sind in der Regel auch immer ganz vernünftige Inhaltsstoffe drin. Mal sehen, ob das hier irgendwie draufsteht, was da drin ist. Frische Kick, also da scheint auch dann Menthol drin zu sein. Frische Kick. Ja, ist so auch so ein Ding, was ich bisher nie eingepackt habe. So, Alkohol ist drin, Wasser, Parfum, Glycerin. Also um ein bisschen Feuchtigkeit auf die Haut zu ziehen. Es ist sogar drin Hamamelis Virginia, also Witch Hazel, Zaubernuss. Es ist sogar ein bisschen drin Aloe Vera. Also im Prinzip ein guter Stoff, gute Inhaltsstoffe. Und die Sachen sind ja günstig von Cien. Habe ich ja auch verschiedene Produkte, das Bartöl zum Beispiel, was ich auch als Pre-Shave-Öl nutze. Also toll. Finde ich schon mal super. Also es geht immer irgendwie. Ne? Dann haben wir hier drin einmal von Today Man Gesichtscreme Q10 für reife und trockene Haut. Reife Haut, ne? Ja, ich bin ja eher ein Reifer. So, und jetzt muss ich mal gucken, wo Today, das ist eine Marke von Rewe. Also Rewe ist auch zum Beispiel so ein
sind wir wenig zugange. Also Rewe-Produkte habe ich jetzt hier nicht unbedingt viele bei mir im Bestand. Insofern neu eine schöne Q10 Tagescreme hier in diesen typischen Verpackungen. Sicherlich eine tolle Sache und dennoch für reife Haut, da ist man bei mir genau richtig. Ja, dann verbirgt sich hier drin einmal ein kleiner Ständer, Rasierhobelständer aus Holz. Relativ dünne Bohrung, muss man mal sehen, wer hier reinpassen würde. Hier von meinen wird sich schon irgendwie einer finden, darf der nicht ganz so hoch sein. Bisschen leicht für einen Ständer, kann man sich hier vielleicht noch ein Metallplättchen unterkleben, dann kriegt er mehr Gewicht. Aber da wird sich sicherlich ein Hobel finden. Vielen Dank für diesen tollen Ständer. Es sind einmal Klingen dabei, Astra Stainless Superior, hier die Astra, die blaue Astra. Also wenn ich Astra genutzt habe, dann hatte ich eigentlich immer die grünen Astras, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Vielen Dank für die Klingen. Dann haben wir hier von Today noch einmal ein Duschgel Energy Kick mit Zitrusduft, also auch von Rewe offenkundig. Mal sehen, wie das duftet mit Zitrusduft. Zitrus ist ja immer gut für Körper, Gesicht und Haar. Ja, das riecht fast wie. Das riecht fast so ein bisschen wie Zitronenbrause. Er hat so ein bisschen Duft wie Spreit, so ein klein wenig. Ja, riecht sehr, sehr zitronig, limonadig irgendwie so. Bin ich mal gespannt. Also ist ja auch eine total nette Sache. Dann haben wir hier einmal ein Cologne. Ein türkisches Cologne und zwar von Agiva. Agiva gibt es auch andere Produkte, habe ich gesehen. Und zwar einmal in Blau und in Grün. Das Blaue ist, glaube ich, das nennt sich Aqua, glaube ich, auch. Und das ist hier das Rote, das nennt sich Sport Impact. Sind günstige Colognes, die man kaufen kann. Und dieses hier ist wirklich ein relativ erfrischender, sportlicher Duft, muss ich sagen, für einen schmalen Taler und dafür sind, also da habe ich echt schon tolle Überraschungen erlebt von den türkischen Colognes, da sind einige echt geile Geschichten bei hier. Und dieser Giva hier, Sport Impact, das finde ich sehr gut, muss ich mal sehen, vielleicht komme ich auch nochmal an das Blaue und an das Grüne, das ist wirklich sehr ein schöner, sportlich dezenter Duft. Mal sehen, was hier drin ist an können wir das hier nachlesen? Ne? Das ist alles, welche Duftrichtung das hier geht. Ne? Relax and refreshing. Ja, riecht schön sportlich, kann man so absolut tragen. Von Agiva. Dann ist hier drin ein Pinsel, kleiner Pinsel von Isana. Ein Isana Synthetikpinsel. Ja, das sind auch so die Sachen. Isana gibt es, Isana ist glaube ich Rossmann, ne? So, ja, Rossmann. Das sind so die Eigenmarken der verschiedenen Drogerien. Gibt es ja dann Balea ist dann von DM und ich weiß gar nicht, wie heißen die hier von unserem Butni, gibt es auch Pinsel, die heißen denn, na, ist ja egal. Gibt es dann von, wie gesagt, von den verschiedenen Hausmarken. In der Regel sind das Produkte, die viele Pinsel von diesen Hausmarken werden von Mühle hergestellt. Die kommen also aus Deutschland, sind deutsche Produkte. Ich mache das mal hier eben auf. Und die werden dann eben für diese Drogerieketten hergestellt. Ich hatte solche Pinsel auch schon in Videos euch gezeigt, auch in den Einsteiger-Setups. Da waren die auch mit bei. Diese Produkte. Und das sind in der Regel sehr brauchbare Sachen. Günstig und trotzdem gut. Also damit kann man sehr gut arbeiten. Das hier vernünftige Synthetikfasern. Ich bin der Meinung, diese werden hier auch von sind Pinsel, die von Mühle hergestellt werden. Müsste ich jetzt hier nochmal genau gucken. Manchmal kann man das darauf ersehen. Hergestellt für steht hier nur. Ist hergestellt in Deutschland. Also ich gehe da fast mal von aus. Ne? Bei einigen Produkten steht denn das genauer drauf.
Faltschachteln, bla 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 bla, wie man es zu entsorgen hat. Nee, hier steht es nicht drauf. Also hier kann man es nicht nachlesen. Ich glaube, bei den Pinseln von DM konnte man sehen, dass die von Mühle kommen. Also vernünftige Pinsel. Ja, ganz vielen Dank dafür. Dann ist hier drin ein weiteres Gimmick, und zwar ein Aftershave von Ayab Sabri Tunja, wenn ich das richtig ausspreche. Eine tolle Retro-Flasche hier mit diesem ganz coolen Design. Das ist hier das Nummer 2. Da gibt es vier unterschiedliche von. Die habe ich mir schon durchgelesen, was da für Düfte sich hinter verbergen. Nummer 4, weiß ich, ist so eine holzig-würzige Variante. Nummer 1 ist, glaube ich, so ein bisschen aquatisch. Und Nummer 2 ist da eine würzige Sache auch wieder. Das jetzt hier ist eine, ja, ich würde sagen, blumig-florale Geschichte. Also Nummer 2, wer es blumig haben mag, blumig, süßlich, sehr floral, so also ein bisschen rosa gehalten, hat auch einen femininen Einschlag hier. Ja, ist sehr nett, ein ausdrucksstarker Duft. Die Sachen sind nicht schlecht, die halten relativ lange. Man will es immer gar nicht glauben. Das sind ja günstige Geschichten hier in der 250 Milliliter Pulle. Nur hier so ein ganz bisschen hier auf die Hand geben und einmal. Ja, also aufgetragen auf der Haut riecht das denn schon wieder noch deutlich netter. Also das muss man einfach mal ausprobieren. Wie gesagt, günstig zu haben und enorm, was sich da manchmal in diesen Plastikfläschchen hier an Duft verbirgt. Also da gibt es wirklich echt tolle Überraschungen. Das hier eine florale Nummer, wie gesagt, kann man gut nutzen im Sommer, denke ich, im Frühling. Ja, das ist Geschmackssache, ne? Der eine mag es floraler, der andere mag lieber würziger. Also das ist immer mit Aftershaves, das ist immer schwierig. Ich mag es und habe hier eine ähnliche Geschichte euch schon mal gezeigt. Wenn man das sieht, ist es von der gleichen vom gleichen Hersteller. Das Ayab ist so ein Amberduft. Das riecht auch echt gut. Also die machen tolle Sachen. Diese türkischen Colognes, da gibt es einige nette Überraschungen, die man sich da gut antun kann. So, was haben wir hier noch? Dann kommen wir hier jetzt zu den essbaren Sachen. Einmal Schoko-Butterkekse. Ist man bei mir eigentlich auch immer mit auf der richtigen Seite als kleine Naschkatze. Und einen netten, ja, Getränkeunterstützung, hier ein Radler, der Stuttgarter Hofbräu, naturtrübes Radler. Also, ass rein. Finde ich sehr, sehr toll. Ganz, ganz herzlichen Dank, mein lieber Alban, für deinen neuerlichen Support hier. Nette Geschichte, die hier zugesendet und dennoch hier nette Bastel. Da habe ich mich besonders gefreut drüber, wenn die Leute da so nett noch am Machen sind und da nett noch was für ein Basteln. Also finde ich doch echt erstmal. Ja, toll. Super. Das neu. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Hackendampf geben. Es ist schon 1:22. Ich will noch mal weiter auspacken. Und zwar komme ich jetzt zum Paket von Frank Scheibler. Da hatte ich euch, wie gesagt, den Goodfellas Smile Valinor gezeigt, den er mir zur Verfügung gestellt hatte in seinem Channel Support Paket. Aber das Paket ja, beinhaltete noch durchaus viel, viel mehr. Ich will euch dazu dann entsprechend noch einmal hier schnell die Mail zukommen lassen oder vorlesen, die ihr dazu geschrieben hat. Hier ist sie. Hallo Jörg, vor 7 Wochen habe ich deinen YouTube-Kanal gefunden und habe mir bis gestern all deine Videos, sowie ich Zeit hatte, angeschaut und bin begeistert. Zu mir, ich heiße Frank und rasiere mich seit 45 Jahren klassisch mit Rasierhobel. Und ich gebe dir recht, auch ich war immer auf der Suche nach der perfekten Rasur.
ist man irgendwie auch immer. Also, bin ich immer noch. Also so richtig, dass ich gesagt habe, das war jetzt die perfekte Rasur, weiß ich nicht. Hatte ich, glaube ich, noch gar nicht. Dennoch hat mich die Sammelleidenschaft nicht verlassen und teste immer wieder das ein und oder auch andere neue. Heute Morgen habe ich ein Paket auf den Weg gebracht, dürfte dich in den nächsten Tagen erreichen. Was ist drin? Zwei Rasierhobel zum Testen, der Goodfellow Smile Synthesie, Edelstahl und der Goodfellow Smile Valinor, Messing und Aluminium. Die bitte nach dem Test wieder zurückschicken. Der Rest ist Channel Support. Natürlich habe ich dir auch zwei Flaschen Bier beigelegt aus unserer Brauerei. Die älteste Altbierbrauerei der Welt, damit du im Norden auch mal ein leckeres Bier trinken kannst. Ja, wir haben ja auch Bier. Ja, ist ja nett, finde ich toll. Den Rest verrate ich nicht. Viel Spaß beim Testen. Liebe Grüße vom Niederrhein, Frank. Also aus lauter Boshaft habe ich dann Frank auch eine Flasche von unserem Bier hier aus dem Norden zugeschickt. Ja, ist immer so eine nette Geschichte hier mit den Bieren. Ich bin jetzt nicht unbedingt Bierexperte, ich trinke Bier gerne, aber ich bin jetzt kein großer Bierexperte. Also da gibt es sicherlich andere Experten. Nichtsdestotrotz freue ich mich hier. Ich will euch auch gleich erstmal hier die Biere zeigen aus der ältesten Brauerei, Altbierbrauerei der Welt. Das ist das Bolten Alt, nennt sich das, oder Boltens Alt. 4,9 Prozent hat das. Ja, ein schönes Altbier, Privatbrauerei Bolten, älteste Altbierbrauerei der Welt, steht hier auch drauf. Schöne Bügelflasche. Und dann hier einmal das Bolten Sonderedition Winterspezial. Das hat dann allerdings schon 5,8%. Da 5,8, das knallt dann schon ein bisschen mehr rein. Dunkles, süffiges, naturtrübes Vollbier. Also, toll. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese tollen Bierspezialitäten vom Niederrhein. Also, Niederrhein bringe ich sonst eigentlich immer nur Wein mit in Verbindung. Toll, freut mich sehr. Ja, was war noch drin, außer die beiden Hobel, die ich euch, wie gesagt, einen habe ich euch schon vorgestellt, der andere wird kommen, der wird jetzt im Januar kommen in einem Video, werde ich euch den vorstellen. Was war noch weiterhin drin in dem Paket? Tolle Sachen, kann ich nur sagen. Und zwar einmal eine Rasierseife von 3P. Habe ich schon mal gesehen. Bei Dambiro bin ich da schon mal drüber gestolpert. Ist ein italienisches Produkt, made in Italy. Und ist so eine der dieser typischen klassischen Mandelseifen, wie zum Beispiel auch von gibt es ja von vielen, vielen richtig, total geil, ne? Von Cella zum Beispiel, da haben wir auch so eine Rasierseife mit diesem Mandelgeruch. Zing, also eigentlich alle Firmen, die in Italien irgendwie auf dem Markt sind, haben irgendwie eine Rasierseife am Start, die so nach Bittermann oder nach Mandel riecht, nach Marzipan. Typischer Marzipanduft, und die pflegen auch alle ganz hervorragend. Da ist dann häufig auch noch Mandelöl enthalten für die Haut. Also sind tolle, tolle Seiten. Herzlichen Dank für die 3P. Dann habe ich hier einmal die 3P-Rasier-Pre-Shave-Creme. Oder ist eigentlich eine ganz normale Creme. Sehr, sehr ähnlich die. Jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Ja, sehr, sehr ähnlich wie die Prep. Jetzt fällt mir der Name wieder ein. Die Prep ist auch von der Konsistenz her sehr ähnlich, wenn man sie auf die Haut bringt. Ich würde jetzt sagen, das ist die, ja, das ist der, das, wenn ich jetzt nicht es besser wissen würde, würde ich sagen, die kommen hier aus einem und demselben Stall. Die Prep ja hergestellt in San Marino, also ein Zwergstaat in Italien, der komplett vom italienischen Festländer quasi umgeben ist oder vom Staatsgebiet. Und das hier direkt aus Italien, das muss ich mal eben sehen, woher. Kann ich das hier lesen? Laboratorio Paderno Dugnano, wo auch immer das ist, das weiß, sagt mir jetzt nicht. Also sehr, sehr ähnlich der Prep.
als Pre-Shave dann zu benutzen. Also, mal eben sehen, hier haben sie da auch ne, zum Rasieren hier eingeschlafene Füße. Da war ja die Prep eigentlich auch Anwendungsbereich und hier zur Handpflege auch. Ja, ich denke, ist was ganz Ähnliches hier aus Italien. Ich mag ja diese Prep als Pre-Shave gerne nutzen. Sie ist natürlich, hat diesen starken Menthol ja, Geruch oder Geschmack. Das ist nicht für jeden was, aber ich mag das ganz gerne auf der Haut. Es macht einen morgen schön wach. Das beißt sich dann allerdings häufig dann mit anderen Rasierseifen. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen sparsam und gucke dann, ja, wenn es denn passt, nutze ich die ganz gerne. So, das war da drin. Dann habe ich hier ist ein ganz netter Griff hier drin. Das ist der Razor Rock. Ich will den mal eben rausholen. Den hatte ich auch immer auf der Amazon-Wunschliste. Ein schöner Griff von Razor Rock, dem UFO hier, UFO-Handle von Razor Rock. Schöner Edelstahlgriff, fasst sich ganz wunderbar an. Hat auch eine schöne, vernünftige Größe, so dass er hier wieder, zack, hier unten auf der Hand, auf dem Finger stehen kann. Und ja, bin ich mal gespannt, wie sich die Rasur mit dem macht. Hier fasst sich toll an, toll, schöne Ränderung. Und ich mache ihn leiden hier mit diesem UFO-Händel. Will ich mal, ja, muss ich überlegen, mit welchem Kopf ich ihn hier kombiniere. Also werde ich nochmal auf jeden Fall im Video zeigen. Ja, dann ist drin gewesen eine Pre-Shave-Seife nochmal von Razor Zero. Diese hier, die Barbaco, ist ein netter Duft. Netter Sandelholzduft, hatte ich euch auch schon mal gezeigt. Und zwar habe ich diese hier, die Spifero. Die ist auch von Razor Zero. Die machen auch Seifen, stellen die her. Momentan schwer ranzukommen. Die Spifero. Das ist jetzt so eine Mentholgeschichte hier wieder. Das ist hier eine Bacho ist. Sandelholzgeschichten sind auch ja letztendlich Seifen, die als Pre-Shave genutzt werden sollen, also vor der eigentlichen Rasierseife anzuwenden. Auch ein tolles Produkt aus Italien. Dann eine Auswahl an Klingen hier in einem Tütchen drin. Viele, viele Klingen. Ich habe schon viele Klingen und würde fast sagen, ich bin ja, Klingensammler, will ich jetzt nicht sagen, aber es sind hier viele Klingen dabei, die ich noch nicht habe, die ich zwar kenne, aber die ich noch nicht habe. London Bridge hier zum Beispiel, dann ist hier eine Tets von Treat, kenne ich auch noch nicht, ist mir neu. Hier eine chinesische, eine Rimai Klinge, hier ist eine Cloud nochmal. In dieser Art Verpackung kenne ich sie auch noch nicht, die Cloud. Winner. Das sind schon alles echt geile Klingen hier. Hier ist eine bei Zero Waste, keine Ahnung. Habe ich auch noch nie gesehen. Dann ist hier eine von Resolution. Die habe ich schon. Und zwar kommt die mit den Resolution Rasierhobel, den ich euch auch nochmal vorstellen will. Also echt hier geile Klingen. Concord. Ich meine, das ist eine türkische, bin ich der Meinung, aus der Türkei. Bluebird. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Und ich habe so viele, die ich. RK. Wo kommen die her? Kann ich das sehen? India. Kenne ich auch noch nicht. Also viele Rasierklingen, die ich noch nicht im Bestand habe, obwohl ich hier schon bestimmt fast 100 verschiedene Klingen habe. Dann habe ich hier das ist eine Feather, wie ich sehe. Feather FA10. Muss ich mich auch noch mal belesen, was das auf sich hat hier. Eine Feather FA10. Bin ich mal gespannt. Da muss ich noch mal nachlesen. Stellst du mich hier vor, auch ganz tolle New Rice.
Kann man das lesen? Bangladesch. New Rise. Kenne ich. Kenne ich nicht. Eine Okay von Lord. Habe ich auch nicht im Bestand. Die habe ich hier im Bestand. Die Diamond. Ich meine, ist ein türkischer Hersteller. Kommt aus der Türkei. Dann die Royal Super Stainless. Kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Hatte ich auch noch nicht im Gesicht. Also tolle Geschichten hier. Und eine Racer. Ja, die Racer kommt auch von Lord. Die habe ich auch im Bestand. Also tolle Rasierklingen. Viele davon kenne ich auch. So, das war drin. Dann hier noch was weiteres präsent in dieser Tüte. Das hat mich auch besonders gefreut. Und zwar ist das hier so ein schöner Löffel zum Entnehmen der Rasierseife, zum Scopen. Da bin ich denn häufig, habe ich meinen, ich habe so einen kleinen silbernen Löffel, versilberten Löffel. Den habe ich dann aber meistens irgendwie nicht griffbereit, weil der entweder liegt der dann hier unten, wenn ich oben bin, oder andersrum. Und dann nehme ich dann häufig schnell den Finger. Und das ist schon schöner, wenn man dann hier so einen extra Löffel zum Scopen hat hier. Ja, freue ich mich ganz besonders. Den werde ich jetzt im Badezimmer platzieren, dass ich ihn dann wirklich auch immer dann habe, wenn ich ihn brauche. Hier alles verpackt in so einer schönen Cella-Tasche hier, Cella-Papiertüte. Freue ich mich auch, hier den Cella-Man drauf zu haben. Ja, das war eine tolle Geschichte. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dieser äußerst freundliche, nette Support mit den super Bieren dabei. Und besonders natürlich die Rasierhobel, die ich hier vorstellen konnte. Also den Valinor und den Synthesi kann ich euch auch sagen. Auch ein, habe ich jetzt hier wieder das verstellt hier irgendwie. Ne, bin ich dagegen gekommen gerade? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Der Synthesi, auch ein sehr toller Edelstahlhobel. Kann ich schon mal sagen, es wird auch ein tolles Video werden. So, das war der Support von Frank Scheibler. Dann ist mir natürlich von jemandem wieder ein Support zugekommen, der hier quasi Dauersupporter ist, und zwar von Sigi Kalkmann. Herzlichen Dank wieder, Sigi. Und zwar kommt die hier an, die Orange Empire von The Goodfella Smile, mit einer kleinen Botschaft hier wieder von Sigi, von meiner Amazon-Wunschliste. Ja, Sigi schreibt: Moin Jörg, zu Beginn der Adventszeit fand ich Orangen recht passend. Ich wünsche dir und dein eine frohe Adventszeit, von Sigi Kalkmann in Klammern Moritz. Ja, das ist es hier, das Adventszeit, Orange zur Adventszeit. Und ja, ich hatte sie auf meiner Amazon-Wunschliste, weil ich hatte euch neulich ja auch im Video gezeigt, dass 4711 Portugal, was ja auch so einen tollen Orangenduft hat. Und da habe ich gedacht, Mensch, das könnte ganz gut eine passende Seife dazu sein. Die setzt mal auf die Wunschliste. Und dann habe ich ja einmal dran gerochen. Und die hat mich gleich sofort umgehauen, muss ich sagen. Das ist ein Orangenduft hier, aber überhaupt nicht mit dem Orange mit dem 4711 Portugal zu vergleichen. Hier ist noch eine unheimlich schöne, holzige, ja, fast so eine ambrierte Note drin. Ganz netter Duft, der, wie gesagt, der ist orangig. Aber eben auch noch so ein Tick, deutlichen Tick holziger, nicht ganz so fruchtig. Also das ist nicht so eine Fruchtexplosion irgendwie. Es ist sehr schön, dezent, orangig, ja, so ein bisschen ambriert dunkel, muss ich sagen. Und weil der mir so gut gefallen, oder dieser Stoff hier mir so gut gefallen hat, bin ich sofort losgegangen, obwohl ich ein Embargo habe, ja, gegen Neubeschaffung von Aftershave. Und habe mir hier sofort das Orange Empire Aftershave geholt. Und auch hier, wenn ich hier dran rieche, war das genau eine richtige Entscheidung. Echt ein toller, ich kannte das, wie gesagt, vorher noch nicht und hatte es mir nun eigentlich doch deutlich fruchtiger vorgestellt.
auch hier wieder so eine schöne. Ja, es riecht jetzt nicht ganz so frisch wie so frischfruchtig, sondern ein bisschen mehr so wie. Ja, so ein klein wenig wie ein. Ja, es ist so ein bisschen gedimmter. Ja, ambriert, holzig, wie soll ich das, ein bisschen zurück? Pardon. Immer noch Reste von Corona. So ein bisschen zurückhaltender. Also, ein klasse Duft. Ein ganz klasse Duft. Das ist ein Duft, den man, also wie gesagt, nicht nur jetzt unbedingt hier in, weil es Orange ist, in die Sommerzeit passt oder so. Das passt super jetzt auch in diese Zeit rein, weil das so ein bisschen ja, ein männlicher Orangenduft ist. Wirklich ganz, ganz ein schöner, warmer, auch warmer Orangenduft. Also nicht so was mega Frisches, sondern schöner männlicher Orangenduft. Ja, kann ich nur empfehlen. Weiteres Highlight hier von The Goodfellas Smile. Es sind ja schon einige Sachen von The Goodfellas Smile da. Also das wird dann demnächst auch da mit im Regal stehen. Langsam habe ich hier quasi die gesamte Auswahl hier von The Goodfellas Smile Programm. Es sind auch tolle Sachen. Könnt ihr sehen, wenn ihr die Videos dazu schaut, wie schön sich diese Sachen aufschlagen lassen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, ganz lieben Dank, Siggi, für diesen total netten Support. Das habe ich mir hier noch aufgeschrieben. Andreas Becker hatte ich den Support, Alban hatte ich, Frank Scheibler hatte ich. Ja, dann sind einige Sachen von Herstellern hier noch eingetroffen. Die werde ich euch dann nach und nach zeigen in den Videos. Ja, dann bin ich bei aufmerksam geworden bei Blackbeard. Und zwar habe ich dort gesehen, dass Blackbeard unter anderem neu im ich will das mal eben hier holen, in seinem Sortiment hat die Astra. Hier sind sie, die Astra, ihr kennt sie, für viele die Lieblingsklinge sozusagen. Und zwar ist das jetzt die Astra hergestellt in Indien. Also das ging ja so ein bisschen, hatten wir das Thema, glaube ich, auch im letzten Aftershave-Talk oder im vorletzten Aftershave-Talk, dass die aufgrund der Sanktionen aufgrund des russischen Angriffskrieges, Procter und Gamble, also die Produktion in Russland, hat auslaufen lassen und die Produktion von der Produktionsstätte in St. Petersburg, wo die Astras bisher hergestellt wurden, und auch viele andere Klingen von Gillette oder von Procter und Gamble und die verlagert haben nach Indien. Also das ist jetzt hier die Procter und Gamble Klinge aus Indien. Blende ich euch nochmal die Detailaufnahmen ein, die mir Mike hier freundlicherweise zugesendet hat. Kann man hier auch lesen, Made in India. Also wird er nicht scharf stellen hier, Made in India. Ich blende euch das ein. Also das ist hier die indische Produktion. Wird es jetzt demnächst auch ein Video geben, wo ich dann die einmal teste. Ich war ja nie so ein riesiger Astra-Fan, muss ich sagen. Ich fand sie okay. Ich fand seinerzeit, als ich noch aus Russland kam, hatten sie eine unheimlich breite Schwankungen in der Qualität. Da hatte ich ganz astreine Rasuren mit der Astra, aber auch ganz grottige Rasuren. Also da hatte ich so das Gefühl, dass man sich da nicht viel Mühe gegeben hat, den Stifter immer gleich hinzubekommen. Und irgendwann, ja, habe ich auch gedacht, was soll's, da gibt es viele andere Klingen, lass es einfach mit der Astra. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob sich da was geändert hat in der Qualität. Also wenn ich denn eine gute Rasur hatte mit der Astra, dann war die aber auch wirklich gut. Also bin ich sehr gespannt. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein, dass sie nicht mehr in Russland hergestellt werden. Das kann sogar ein Vorteil sein und vielleicht sogar ein Vorteil, dass die Qualitätsstörung dann nicht mehr ganz so groß ist. Ich bin sehr gespannt, wie sie rasieren. Also man kann sie, wie gesagt, jetzt bei Blackbeard kaufen. Da kommen sie also versichertermaßen
nicht aus Russland, sondern aus Indien. Und das wird mit vielen anderen Klingen, die in Russland hergestellt werden, sicherlich auch so sein, die von ja, Procter und Gamble da produziert werden. Auch da wird die Herstellung dann verlagert werden an andere Procter und Gamble Standorte, vornehmlich wahrscheinlich nach Indien, weil das ist da eines der größten Rasierklingen Standorte für die Rasierklingenproduktion gibt. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie es mit der Astra Superior in Grün dann zukünftig laufen wird. Ja, über den Rockwell T2 hatten wir gesprochen in der Stainless-Version. Der ist jetzt im Zulauf. Hatte ich jetzt gestern gerade mit Timo aus dem Forum der Rasur Kontakt. Bin ich gespannt. Jetzt klingelt das Telefon. Wer ruft an? Keine Ahnung. Lassen wir jetzt einfach mal klingeln. Er wird sich sicherlich auch gleich beruhigen. Nummer ist nicht eingegeben. Wahrscheinlich irgendwie wieder so ein Spam-Anruf oder so. Einfach klingeln lassen. Okay, ja, der Rockwell T2 wird kommen. Ich werde ihn natürlich dann in einem entsprechenden Video vorstellen. In der Stainless-Version finde ich es schon eine interessante Geschichte. Also gibt es jetzt auch nicht so viele Butterfly-Hobel aus Edelstahl, komplett aus Edelstahl. Er ist auch nicht 100% aus Edelstahl, der T2. Es gibt immer noch so kleine Teile, die dann doch aus Messing gefertigt sind, warum auch immer. Da kommen wir aber dann im Video, denke ich, zu. Ja, der ist neu gekommen als Neuzugang oder wird ist jetzt im Zulauf. Dann komme ich einmal kurz zu einer Seife, die ich euch noch zeigen möchte, die ich neu habe. Und zwar ist das die hier von Extro The End. Nennt sich die. Also für diesen kleinen Goldfisch wird das jetzt hier The End sein, das Ende. Das ist eine tolle Seife in einem riesigen Tiegel hier. Wie viel ist drin? 150 ml. So kommen die her, die Seifen von Extro. Wunderbar. Genau, eingestanzt, so eine ja, halbfeste Seife. Ja, und die Extro ist eine Seife, die habe ich mir nun ganz ja, besonders deshalb ausgesucht, weil ich immer noch zu einem tollen Aftershave eine passende Seife gesucht habe. Und zwar ist es dieses Aftershave, ist es Brut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das spricht man gar nicht Brut aus. Das T lässt man, glaube ich, weg. Bru heißt das denn oder so. Bei uns zu Hause war das immer Brut und es ist für mich auch hier weiterhin Brut. Das ist ein toller, toller Duft. Da hatte ich auch schon mal ein bisschen was von erzählt. Im Übrigen der Lieblingsduft von Elvis Presley im Übrigen, der hat da wohl drin gebadet, in diesem Brut, und war damals so eines meiner ersten Aftershaves, die ich hatte, im jugendlichen Alter. Brut. Und das ist jetzt endlich eine passende Rasierseife dazu. Also damals gab es von Brut auf jeden Fall so Rasierschaum, das weiß ich, Dosenschaum, den hatte ich damals auch. Das gibt es im Moment. Es ist alles nicht mehr zu kaufen. Aber dieses The End hier von Extro, geil, hier diesen kleinen Fisch, das Ende ist noch. Das ist eben ein Twist hier von diesem Brut. Ja, da wird es ein Video geben hier mit diesen beiden tollen Produkten hier, mit diesen super tollen After. Ich muss mal eben kurz dran schnuppern nochmal. Leute, wenn ihr das riechen könntet, weiß ich nicht, wer kennt das hier von euch? Brut. Das ist echt toll. Ich mag das. Ich habe auch das Eau de Toilette davon, günstiger Stoff. Und das macht mir auch richtig so, beamt mich echt wieder zurück in meine Jugendzeit. So, eine Stunde und 48. Also wir machen jetzt langsam Schluss. Ich habe hier noch einige Sachen. Ich könnte euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar Sachen, die hier von den Herstellern eingegangen sind. Eine Geschichte kann ich nochmal hier eben ganz kurz. Habe ich mich auch sehr gefreut. Ist ein bisschen Weihnachtspost gekommen. Und zwar hier von eine nette Weihnachtskarte ist gekommen. Von Merkur. Da habe ich mich auch sehr, wirklich sehr gefreut, hier von den lieben Ulrich Wiethoff. Ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück im neuen Jahr.
von Merkur aus Solingen. Hier einen netten, netten, schönen Büttenpapierumschlag. Finde ich nett. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Vielen Dank an dieser Stelle für diese nette, für diesen netten Weihnachtsgruß. Ja, das nochmal ganz kurz. Ansonsten denke ich, lasst uns jetzt Schluss machen. Ja, für alle die, die vielleicht nochmal nachgeschaut haben und sich nochmal eine Tasse besorgen wollten, den Fanshop, den habe ich mittlerweile geschlossen. Den hatte ich ja kurz aufgelegt und hatte da verschiedene Designs angeboten auf Bechern und auf Thermobechern und Aufkleber gab es da auch, konnte man sich da auch. Das Problem war, dass der Fanshop hier oder der Partner, der Shop-Partner, da ständig meine Designs weggekillt hat wieder. Also ich habe die da mal hochgeladen und dann auf die verschiedenen Sachen konnte man sich die anbringen lassen. Und die haben mir immer gesagt, nee, das unterstützen wir hier nicht oder keine Ahnung. Das wissen wir nicht, wie das mit dem Copyright ist. Und ich habe denen versichert, also das ist natürlich meine Ideen, die ich da, also da gibt es keine Copyright-Verletzung oder so. Aber die ja, haben da ständig die Designs dann weggekillt, so dass das für mich dann irgendwie keinen Sinn mehr ergab, da so einen Shop mit einem Designer zu haben. Also ich bin da noch bei und guck, was es da noch an Alternativen gibt. Ich werde immer zwischendrin noch mal Becher hier so verlosen, wie jetzt auch in der Adventsverlosung. Da gibt es mal Becher zu gewinnen oder vielleicht auch mal ein Rasiertuch oder so. Also die habe ich jetzt hier mir auch mal, das ist auch so ein Probeexemplar, was ich mir hier habe mal bedrucken lassen. Vielleicht ein bisschen groß auf diesem kleinen Tuch, muss ich mal sehen, ob ich das nochmal in der Version mache, wo es ein bisschen kleiner ist. Die werde ich dann auch nochmal wieder entsprechend verlosen, da bei irgendwelchen Jubiläumsgeschichten, die dann anstehen oder so. Also ich muss mal sehen, ob ich da zukünftig dann irgendwie noch sowas in Form eines kleinen Shops dann hier vielleicht doch nochmal an den Start bringe. Das weiß ich noch nicht genau. So. Eine Stunde und 51, also fast zwei Stunden wieder geredet, war jetzt im Nachgang so ein bisschen, hätte ich vielleicht am Anfang nicht so weit ausholen dürfen. Das soll es jetzt aber wirklich auch gewesen sein. Ich will mich jetzt auch konzentrieren auf die schönen Tage, die da kommen. Weihnachten steht vor der Tür. Ihr habt auch sicherlich viel zu tun jetzt die Tage. Es wird natürlich eine Heiligabendrasur geben. Also am Sonntag, dann am 24. wird es eine Rasur geben. Und zwar nur mit Sachen, die mir irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt wurden. Es wird eine Weihnachtsrasur dann geben. Dann wird es eine Rasur natürlich zu Silvester geben. Die Silvesterrasur als Jahresabschlussrasur sozusagen. Und dann muss ich schauen, ob ich zwischen Weihnachten und Silvester da noch ein Video an den Start kriege. Da muss ich mal gucken. Also es gibt noch da einiges, was wir hier in der Familie und so auch noch abzuarbeiten haben. Muss ich mal gucken, ob ich da Zeit zu habe, dann ein Video an den Start zu bringen. Im Januar sollte dann so ein bisschen der Fokus liegen auf King C. Gillette. Der hat ja im Januar Geburtstag. Deswegen wollte ich das so ein bisschen als Gillette-Monat machen. Werde ich wahrscheinlich aber doch ein bisschen durchmischen, weil hier irgendwie einige Sachen noch in den Startlöchern sind. Habt ihr ja Timeless, hätte ich beinahe gesagt, der T2 aus Edelstahl ist im Zulauf. Den könnte ich nochmal zeigen. Von Pearl sind einige Rasierer hier noch im Zulauf. Der Pearl Flexi mit offenen Kamm. Von Design 94, die Titanium-Version ist, steht hier, die noch gezeigt werden will. Und noch viele, viele andere tolle Hubel auch. Das werde ich alles dann also mischen im Januar, so ein bisschen Gillette, wird es sicherlich auch vorkommen und dann so ein bisschen mit anderen Rasierhobeln mischen, die ich euch hier zeigen will. So, so viel jetzt erstmal dazu zum Ausblick, was kommen wird an Videos. Was auf jeden Fall kommen wird, ist ja Heiligabend und Silvester für euch. Das sind die Termine, die euch jetzt sicherlich auch interessieren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß natürlich jetzt noch die letzten Tage, dass ihr alles hinbekommt, dass das dann Heiligabend auch laufen kann. Vielen Dank, dass ihr Zeit gefunden habt, hier wieder mit mir so ein bisschen abzuhängen und euch das hier anzuhören. Ich habe wieder viel gesappelt und bin da immer so ein bisschen aus dem
Redefluss rausgekommen, tut mir leid dafür. Ist so wie es ist, war so ein bisschen, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen angeschlagen und war jetzt auch nicht super gut vorbereitet hier, aber ich denke, dass so einiges Interessantes vielleicht für euch rübergekommen ist. So, insbesondere, wie ich so Dinge sehe vielleicht auch. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank an alle Supporter, ob es nun Firmen sind oder auch ihr als Privatleute aus eurem privaten Umfeld. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Würde mich freuen, wenn ihr alle schön gesund und munter bleibt und wir uns im nächsten Video wiedersehen. Zumindest am Heiligen Abend dann zur Weihnachtsrasur. Falls wir uns nicht mehr sehen, wünsche ich euch schöne Feiertage natürlich. Rutscht gut rein ins neue Jahr und dann werden wir uns sicherlich in dem einen oder anderen Video wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was. Tschüss.